Dort hinüber. Wohin jetzt, Richard? Die Geheimtür ist nicht mehr weit. Beeil dich, verdammt, die sind gleich da. Halt uns den Rücken frei. Wir haben es gleich geschafft. Ich bedauere den Verlust deiner Kameraden. Was wollen diese Mistkerle hier? Sie suchen diese Kammer. Wie? Warum das denn? Hier ist doch nichts. Ganz im Gegenteil. Hier ist alles. Wir befinden uns vor einer Pforte, hinter der sich der größte Schatz der Menschheit verbirgt. Wovon reden Sie? Wir behüten in diesem Kloster ein jahrhundertealtes Geheimnis, für dessen Offenbarung die Welt noch nicht reif ist. Ich erzähle dir das, weil du in wenigen Augenblicken der letzte Mensch bist, der verhindern kann, dass der Schlüssel zu diesem Geheimnis in die Hände dieser Barbaren gerät. Was ist das? Das ist ein Schlüssel. Irgendwann werden sie diese Kammer finden und die Tür aufbrechen. Dann darf er nicht mehr hier sein. Nimm ihn an dich, benutze ihn und bring ihn auf die andere Seite. Dann wirst du alles verstehen. Meine Einheit wollte die Mönche beschützen. Nun bin ich als Einziger noch am Leben und habe keine Ahnung, wer uns eigentlich angegriffen hat. Und vor allem warum. Der Mönch sprach von einem uralten Geheimnis, einem gewaltigen Schatz, der sich hier in dieser Kammer verbergen soll. Vielleicht ist das tatsächlich der Grund für den Überfall. Wie auch immer, ich muss einen Weg heraussuchen und die britische Regierung über diesen Angriff informieren.
Außer einer Vertiefung hier oben sehe ich nichts Besonderes an der Stele. Das Artefakt scheint genau in eine Öffnung auf der Stele zu passen. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was ich damit auslöse, aber nach den Worten des Mönchs ist das der einzige Ausweg. Ich hoffe, er hatte damit recht. Nun, Leutnant, wie weit sind Sie? Der Widerstand wurde vollständig gebrochen. Das Kloster befindet sich unter unserer Kontrolle. Und die Kammer? Haben wir noch nicht gefunden. Es muss einen versteckten Zugang geben, durch den der Mönch und der Tommy verschwunden sind. Jedenfalls behauptet das der Gefangene. Hat er mittlerweile auch erzählt, was seine Einheit hier wollte? Ja, wir haben ihn sehr schnell zum Reden gebracht. Sie sollten diese Region erkunden. Sein Leutnant hat dafür angeblich handgefertigte Karten eines Kartografen aus Hongkong benutzt, der diese Region schon vor Jahren bereist hatte. Sieh an, der Zufall spielt eine manchmal sonderbare Streiche. Diesmal haben wir die Situation noch unter Kontrolle bekommen. Aber ich möchte nicht, dass unsere Operation ein weiteres Mal gestört wird. Wir werden die Patrouillen weiter ausdehnen. Außerdem habe ich eine Überwachung des Luftraums durch unsere Jäger veranlasst. Sie sind ein Offizier, Sie vertrauen der Abwehr. Ich hingegen bin Wissenschaftlerin und baue auf Prävention. Schicken Sie sofort jemanden nach Hongkong, der diesen Kartografen aus dem Verkehr zieht und seine Aufzeichnungen vernichtet. Bezahlen Sie gegebenenfalls irgendeine Bande vor Ort, die sich um die Drecksarbeit kümmert. Hauptsache, wir schaffen dieses Problem aus der Welt. Wir müssen alles Nötige tun, dass nicht nochmal jemand hier auftaucht und uns dazwischenfunkt. Diese Mission ist zu wichtig. Und wir stehen kurz vor dem Ziel, Leutnant. Die Zukunft des Dritten Reichs liegt in Ihren und meinen Händen. Kann nicht klagen. Und bei dir? Liegst du immer noch Fracht, von der du lieber die Finger lassen solltest? Tja, leider lässt sich mit Ehrlichkeit zurzeit kein Geld verdienen. Und ich muss schließlich meine Miete zahlen. Außerdem macht's Spaß, den Typen ein paar Marktanteile wegzuschnappen. Fenton. Dummerweise verstehen die aber keinen Spaß, wenn sich jemand in ihre Geschäfte einmischt. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Um so kleine Fische kümmern die sich doch gar nicht. Ach ja? Gestern Abend waren zwei von denen hier und haben nach dir gefragt. Ja und? Soll ich mir jetzt vor Angst in die Hose machen? Fenton, du bist mein bester Kunde und deshalb gebe ich dir einen guten Rat. Sei verdammt vorsichtig, sonst liegst du schneller auf dem Grund des Hafenbeckens, als ich rumsagen kann. Shen, du klingst wie das Kindermädchen, das ich nie hatte. Nein, ich klinge wie jemand, der weiß, wovon er spricht. Hat man dir bei der Armee nicht beigebracht, dass du deine Feinde niemals unterschätzen solltest? Feinde? Jetzt übertreib mal nicht. Ich gehe in die nächste Zeit einfach aus dem Weg, dann glätten sich die Wogen auch wieder. Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Keiner legt sich ungestraft mit der Tong-Triade an. Vergiss das Schmuggeln und such dir was anderes, das Spaß macht. Schon gut. Ich werde vorsichtig sein, okay? Apropos Spaß. Ihr habt eine neue Sängerin?
Ja, aber mit der wirst du ebenfalls keinen Spaß haben. Die steht nämlich nicht auf Typen wie dich. Vielleicht steht sie auch gar nicht auf Typen. Landen konnte nämlich noch keiner bei ihr. Chen, wie du weißt, sind schwierige Landungen meine Spezialität. Wenn du es schaffst, dass sie dir ihre Zimmernummer gibt, spendiere ich dir meinen besten Whisky. Hol schon mal die Flasche aus dem Keller. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Das wäre doch gelacht. In spätestens 2 Minuten bekomme ich nicht nur eine Verabredung mit der aufregendsten Frau Hongkongs, sondern auch noch eine Flasche exzellenten Whisky. Das Leben kann so schön sein. Ihr wunderbarer Song hat mir den Tag versüßt. Darf ich mich dafür mit einem Drink bedanken? Netter Versuch, aber ich trinke nicht, danke. Wow. Beim Anblick dieses Kleides stellt sich mir die Frage, ob Kleider Leute machen oder die Verpackung nichts ohne den Inhalt ist. Sie sehen jedenfalls atemberaubend aus. Ich nehme es als Kompliment, auch wenn es ein zweifelhaftes ist. Ich wollte nicht indiskret sein, aber die Frage steht im Raum. Um sie zu beantworten, müssen wir uns wohl näher kennenlernen. Oh, und entschuldigen Sie meine Neugier, aber ist das in Ihrem Haar eine Tulpe oder eine Rose? Wohl eher eine Lilie. Blumen haben Sie demnach noch nie verschenkt? Sollte ich? Ich dachte, Frauen bevorzugen Steine. Sie tragen doch auch welche an Ihrem entzückenden Handgelenk. Ein Geschenk von einem Verehrer? Vielleicht. Die Frage, ob Sie Blumen oder Steinen den Vorzug geben, wäre also geklärt. Aber wie ist das mit dem aufregenden Inhalt Ihres Kleides? Wann können wir uns diesem interessanten Thema widmen? Nun, lassen Sie uns das auf später verschieben. Besuchen Sie mich doch heute Abend nach meinem letzten Auftritt. Ich habe im Club ein Zimmer. Mist. Diese Kerle gehören zur Tong-Triade. Offensichtlich hatte Shen recht. Die suchen tatsächlich nach mir. Oh, sind die Typen wegen Ihnen hier? Ich fürchte ja. Und es wäre besser für meine Gesundheit, wenn sie mich nicht finden. Ich werde Ihnen helfen. Wäre doch schade, wenn unsere Verabredung platzen würde. Nehmen Sie den Hintereingang. Ich unterhalte mich so lange mit den beiden. Time to say goodbye, Freunde. Sackgasse, Paddock. Meine Antwort spielt doch sowieso keine Rolle. Ihr mischt mich ja doch auf, oder? Helles Kerlchen. Diesmal hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Wach auf, Paddock. Du verpasst sonst deinen allerletzten Flug. Schon mal eine Wasserlandung gemacht? Ich lach später. Lass mich erstmal raus hier. Du willst es nicht kapieren, oder? Doch, doch, ich hab's kapiert. Das mit der Geschäftserweiterung war wohl keine so gute Idee. In der Tat. Aber unsere Geduld ist jetzt am Ende. Du hättest dich aus unseren Geschäften heraushalten sollen, aber du wolltest die gut gemeinten Warnungen ja nicht ernst nehmen. Hey, Jungs, lasst uns das doch in aller Ruhe besprechen. Ich komme euch ab jetzt auch nicht mehr in die Quere, einverstanden? Zu spät, Paddock. Und wieder bewahrheitet sich ein altes chinesisches Sprichwort. Ein Geschäft eröffnen ist leicht. Schwer ist es, es geöffnet zu halten. Aber wir wollen nicht herzlos sein. Wir gewähren dir zwar keinen letzten Wunsch, aber du darfst die Art deines Todes wählen. Willst du lieber ersticken oder ertrinken? Du musst dich nicht sofort entscheiden, Paddock. Ich will dir das mal erklären. Eigentlich ist dein kleines U-Boot hier absolut wasserdicht. Wenn wir dich also gleich ins Hafenbecken werfen, kommt kein Tröpfchen Wasser hinein. Du hast dann noch für ungefähr 15 Minuten Luft zum Atmen. Eine quälend lange Zeit, wenn man auf den Tod wartet. Angst und Panik werden im Todeskampf deiner einzigen Begleiter sein. So etwas wünscht man nicht einmal seinem ärgsten Feind. Darum haben wir für dich ein Loch in den Deckel gebohrt. Du wirst erstmal instinktiv das Loch mit deiner Hand zuhalten. Aber tust du das nicht, kannst du dein Leiden dramatisch verkürzen. Lass das Wasser rein und du hast es in 1-2 Minuten überstanden. Nein, danke uns nicht, alter Freund. Ich finde, das sind wir dir schuldig. Finde ich auch. Gute Reise, alter Freund. Der macht uns keinen Ärger mehr. Schöner Mist.
Fenton, wenn du aus diesem Schlamassel wieder rauskommen willst, solltest du anfangen nachzudenken. An dieser Stelle hat sich beim Abdichten ein dicker Teertropfen gebildet. Der Beweis, dass ich's immer noch drauf hab. Die Sängerin aus dem Nachtclub hat mir ihre Zimmernummer auf diese Stoffserviette geschrieben. Ich leg das Feuerzeug mal kurz aus der Hand. Fein. Teer und Serviette bilden nun einen hübschen Klumpen. Mal sehen, ob ich daran was Brauchbares finden kann. Okay, das müsste klappen. Wenn ich das Eisenband in die Fuge zwischen Deckel und Kiste bekomme, kann ich die Kiste vielleicht aufstemmen. Versuchen wir's. Was für ein Glück. Die Typen sind schon abgezogen. Normalerweise würde ich auf diesen Schreck ja erstmal bei Shen einen heben. Aber erstens sollte ich mich in nächster Zeit nicht mehr in der Nähe des Triadenviertels sehen lassen. Und zweitens muss ich raus aus diesen nassen Klamotten. Also, ab nach Hause. Sind Sie Tong? Mun Tong? Was fällt dir ein, Fremder? Schon gut. Was wollen Sie von mir? Nun, können wir uns vielleicht irgendwo ungestört unterhalten? Irgendwo, wo es weniger lebhaft ist? Wir haben hier nichts zu befürchten. Das ist unser Viertel. Wenn Sie etwas zu sagen haben, raus damit. Falls nicht, verschwinden Sie. Also schön. Ich brauche Männer, die für mich etwas erledigen. Diskret und effektiv. Meinen Informationen zufolge können Sie mir diesbezüglich weiterhelfen. Interessant. Ob ich das wirklich kann, weiß ich allerdings erst, wenn Sie mir verraten, worum es sich handelt. Meine Auftraggeber suchen einen Mann, der angeblich hier in Hongkong lebt. Er hat etwas in seinem Besitz, das meine Auftraggeber gerne haben möchten. Und wer sind Ihre Auftraggeber? Das ist nicht von Bedeutung. Spüren Sie die Person auf und besorgen Sie das, worauf es meine Auftraggeber abgesehen haben. Tja, in Hongkong leben sehr viele Leute und ich kann mir vorstellen, dass einige davon etwas besitzen, das andere gern haben wollen. Wenn Sie den Auftrag annehmen, bekommen Sie selbstverständlich konkrete Informationen. Dafür müssen Sie aber ein hübsches Sümmchen springen lassen. Geld spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber verfügen über entsprechende Mittel. Wichtig ist nur, dass der Auftrag zu unserer Zufriedenheit ausgeführt wird. Dann sind wir wohl im Geschäft. Hallo, Gus. Bin wieder da. Wie siehst du denn aus? Regenschirm vergessen? Nö, ich war eine Runde schwimmen. Übrigens, ein Bad hätte dir auch mal wieder gut. Frauen stehen auf diesen Geruch nach harter, ehrlicher Arbeit. Haha. Zum Glück bist du kein Komiker geworden, sondern Mechaniker. Und zwar der Beste, den man für das bisschen Gehalt bekommen kann. Spar dir deine Sprüche und sieh lieber zu, dass du den Motor endlich wieder in Gang bringst. Geht klar, Boss. Übrigens, in deinem Büro wartet ein Offizier auf dich. Ein Offizier? Hat er gesagt, was er von mir will? Nein, aber er wollte auf dich warten, um mit dir persönlich zu sprechen. Klingt nicht gut. Heute ist einfach nicht mein Tag.
Paddock, da sind Sie ja endlich. Huxley. Eine erbärmliche Unterkunft haben Sie hier, Paddock. Sollten Kriegshelden ihren Ruhestand nicht in einer etwas behaglicheren Umgebung verbringen? Oh, ich vergaß. Sie wurden ja unehrenhaft aus der Armee entlassen. Was wollen Sie hier? Nun, der Gouverneur hat mir befohlen, Sie ausfindig zu machen. In der Tat kein leichtes Unterfangen. Ich wusste ja nicht, wie tief in der Gosse ich nach Ihnen suchen musste. Und beim König, Sie stinken auch wie der Bodensatz der Gosse. Gerade Sie sollten sich in der Gosse doch besonders gut auskennen. Treiben Sie es nicht zu weit, Paddock. Irgendwann hält der Gouverneur vielleicht nicht mehr seine schützende Hand über Sie. Dann können Sie sich nicht mehr hinter ihm verstecken. Und ich werde Sie endlich ins Zuchthaus bringen, wo Sie hingehören. Sie müssen sich damit abfinden, dass ich jetzt Zivilist bin. Ersparen Sie mir also dieses Theater. Ein ordentliches Gericht hat mich verurteilt und ich habe meine gerechte Strafe erhalten. Also lassen Sie Lord Weston aus dem Spiel. Sie sind für die schwersten Aufstände in der Geschichte dieser Kolonie verantwortlich. Um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, war das Empire zu weitreichenden Zugeständnissen gezwungen. Sie haben dem Empire durch die Missachtung ihrer Befehle immensen Schaden zugefügt, unter dessen Auswirkungen wir noch immer zu leiden haben. Eine gerechte Strafe für diese Tat wäre das Zuchthaus von Chi Wang. Wenn Sie fertig sind, können Sie mir vielleicht endlich sagen, was Sie eigentlich von mir wollen. Lord Weston wünscht Sie unverzüglich zu sprechen. Also sehen Sie zu, dass Sie diesen erbärmlichen Gestank loswerden. Ich warte im Wagen. Warum ich der Gouverneur wohl sprechen möchte? Wenn er keinen geringeren als seinen Adjutanten nach mir schickt, muss es jedenfalls sehr dringend sein. Dann will ich ihn mal nicht warten lassen. Lord Weston hat mich immer wie einen Sohn behandelt und ich habe ihm eine Menge zu verdanken. Fenton, ich freue mich, Sie zu sehen. Hoffentlich hat es Ihnen keine Umstände gemacht, meiner Einladung so kurzfristig zu folgen. Lord Weston, ich bitte Sie, es ist mir eine Ehre. Aber Sie haben mich neugierig gemacht. Was gibt es denn so Dringendes? Brauchen Sie vielleicht einen Flug erster Klasse nach London? Leider nein, Fenton. Ich bin in einer etwas heiklen Situation und ich glaube, Sie können mir helfen. Um genau zu sein, sind Sie sogar meine letzte Hoffnung. Klingt dramatisch. Lassen Sie hören. Also, es ist folgendermaßen. Sie wissen, dass die Chinesen schon seit Jahren drohen, Tibet zu annektieren. Ja, und weiter? Nun, die offizielle Haltung des Empires ist die, sich nicht einzumischen, sollte es zu einem Konflikt kommen. Und wie ist die inoffizielle Haltung des Empires, Gouverneur? Ach, Fenton, man kann doch nie wirklich wissen, wie die Dinge sich entwickeln. Und man sollte auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ich verstehe. Sie sprechen also von einer militärischen Intervention? So kann man das nicht sagen. Wir wollen nur gewappnet sein, falls es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Und darum brauchen wir Kenntnisse über die geografischen Gegebenheiten in Tibet. Es gibt ja bisher keine Karten. Alles ist unerforschtes Gebiet. Und was hat das alles mit mir zu tun? Soll ich etwa den Kartografen spielen? Die Armee verfügt doch über genügend hervorragend ausgebildete Spezialisten. Das stimmt, Fenton. Die Armee hat auch bereits eine Expedition losgeschickt, inoffiziell und geheim. Die Chinesen dürfen davon nämlich nichts mitbekommen. Diplomatische Verwicklungen können wir im Moment nicht brauchen. Leider ist diese Expedition seit Tagen spurlos verschwunden. Niemand hier weiß, was unseren Jungs zugestoßen sein könnte. Lassen Sie die Einheit suchen? Natürlich. Doch die zwei Suchtrupps kehrten unverrichteter Dinge zurück. Sie fanden keine Spur, keinen einzigen Anhaltspunkt. Und nun? Eine weitere Militärexpedition können wir nicht riskieren. Irgendwann bekommen die Chinesen womöglich Wind von der Sache. Die ganze Angelegenheit muss diskret geklärt werden. Fenton, ich möchte, dass Sie unsere Leute suchen.
Wieso glauben Sie, dass ausgerechnet ich dafür der richtige Mann bin? Ich kenne mich in Tibet nicht aus. Und wie Sie schon sagten, gibt es keine verlässlichen Karten. Fenton, Sie waren ein hervorragender Kundschafter. Sie haben damals eine Vielzahl solcher Operationen erfolgreich durchgeführt. Ich traue Ihnen zu, dass Sie die Männer finden. Ihr Vertrauen ehrt mich, Lord Weston. Aber wie Sie schon richtig bemerkten, war ich ein Kundschafter bei der Armee. Ich wär's gern auch heute noch, aber die Zeiten sind leider vorbei. Als man wegen der Winteraufstände einen Sündenbock brauchte, hat man mich unehrenhaft entlassen. Warum sollte ich jetzt auch nur einen Finger für die Armee krumm machen? Ich weiß, Fenton, und ich habe erwartet, dass Sie das sagen. Aber es geht doch hier auch um die Menschen und nicht nur um die Armee. Bei allem nötigen Respekt, Sir, Sie appellieren an mein Mitgefühl, weil Sie glauben, meinen schwachen Punkt zu kennen. Aber das hier ist eine andere Situation. Machen Sie es mir doch nicht so schwer. Sie bekommen jede finanzielle Unterstützung, die Sie brauchen. Und vielleicht kann ich Ihnen auch bei Ihren kleinen Problemen mit der ortsansässigen Konkurrenz weiterhelfen. Das klingt sehr verlockend. Aber ich muss Ihr großzügiges Angebot leider ablehnen, Gouverneur. Ich weiß, ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Und ich würde Ihnen bei jeder anderen Sache wirklich sehr gern weiterhelfen. Aber das Kapitel Armee ist für mich abgeschlossen. Und ich will nichts mehr damit zu tun haben. So einfach ist das. Und wenn die Situation doch nicht so einfach wäre? Wie meinen Sie das? Ich meine damit, dass Richard die verschollene Expedition geleitet hat. Das sagen Sie mir erst jetzt? Ich verstehe nicht. Warum reden Sie so lange um den heißen Brei? Fenton, ich bin Gouverneur und Richard ist ein Offizier. Dass er mein Sohn ist, sollte auf die Ausübung meines Amtes keinen Einfluss haben. Das mag ja sein, aber für mich ist Richard seit der Militärakademie wie ein Bruder. Und ich glaube, ein Recht darauf zu haben, von Ihnen zu erfahren, was mit ihm los ist. Oder sehen Sie das anders? Nein, nein. Ich weiß, was Richard Ihnen bedeutet. Wie sollte ich das nicht wissen, nach all dem? Gut. Erzählen Sie mir bitte alles, was ich wissen muss. Ich möchte so schnell wie möglich aufbrechen. Hier in diesem Dossier finden Sie alle Informationen, die ich zusammentragen konnte. Fenton, ich danke Ihnen. Das werde ich Ihnen niemals vergessen. Danken Sie mir, wenn ich Richard gefunden habe. Taxi! Richard, alter Freund, wo bist du da wieder hineingeraten? Ich kenne euch nun schon mein halbes Leben, doch noch nie habe ich deinen Vater so in Sorge um dich gesehen. Und wie es scheint, sind seine Sorgen durchaus berechtigt. Seit 10 Tagen kein Kontakt, 400 Meilen östlich von Lhasa spurlos verschwunden, in einem gänzlich unerforschten Gebiet so groß wie England. Was ist dir und deinen Männern passiert? War es ein Unwetter? Eine Lawine? Oder doch etwas ganz anderes. Wer weiß, welche unbekannten Gefahren dort am Ende der Welt lauern. Aber ich darf mich nicht von meinen Gefühlen leiten lassen. Muss rational an die Sache rangehen. Nur so habe ich eine Chance, dich zu finden. Zunächst brauche ich Landkarten von Tibet. Aber leider wurde die Gegend meines Wissens noch nicht offiziell vermessen. Gus soll meine Maschine umgehend startklar machen. Und er kann mir vielleicht auch wegen der Karten helfen. Ich werde ihn bitten, die Piloten, für die er früher gearbeitet hat, nach persönlichen Aufzeichnungen oder Reiseberichten zu fragen. Hey Gus, hör mal, wir müssen für die nächste Zeit sämtliche Aufträge stornieren. Was ist denn los, Boss? Hast du irgendwelchen Ärger? Kann man so sagen. Ich muss so schnell wie möglich nach Tibet. Tibet? Was willst du denn in Tibet? Nimm's nicht persönlich, aber das kann ich dir nicht sagen. Eigentlich dürftest du nicht mal wissen, dass ich nach Tibet fliege. Naja, wenn's mich sowieso nichts angeht, kann ich ja auch weiterarbeiten. Ich hab doch gesagt, dass es nichts Persönliches ist. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Ich brauche Landkarten von Tibet. Ich weiß, der größte Teil des Landes ist immer noch unerforscht, aber es muss doch halbwegs detaillierte und verlässliche Aufzeichnungen geben. Kennst du vielleicht jemanden, der eine Route nach Tibet fliegt und sich dort auskennt? Die meisten Piloten hier sind eher im Süden unterwegs. Aber was ist mit unserem guten alten Wang? Ja, stimmt. Er hat mal sowas erwähnt. Erwähnt? Er hat uns doch ständig von seiner Expedition nach Tibet erzählt. Und auch, dass er eine Menge Karten selbst angefertigt hat. Ich weiß.
Aber fällt dir sonst niemand ein? Ja, klar. Ich kenne hunderte Leute, die Karten von Tibet zu Hause rumliegen haben. Was stellst du dich denn so an? Etwa immer noch wegen dieser alten Geschichte zwischen euch? Ich weiß ja nicht, worum es damals ging und warum Yen von heute auf morgen hier aufgehört hat. Mir sagt ja keiner was. Aber wenn dein Auftrag so wichtig ist, wirst du wohl mit ihm reden müssen. Okay, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Genau. Habt ihr euch seitdem den Nimir getroffen? Nein. Und seine kleine Nichte, wie hieß sie gleich? Kim. Ja, Kim. Mit der hast du auch keinen Kontakt mehr? Nein. Warum sollte ich? Ich dachte ja nur. Früher bist du bei ihnen ein- und ausgegangen, als gehörtest du zur Familie. Und außerdem war die Kleine doch ganz dein Fall, oder? Blödsinn. Was die beiden wohl machen? Hast du sie mal wieder gesehen? Na ja, ich hab Wuang mal im Club getroffen und wir haben über die alten Zeiten gequatscht. Ich glaube, er vermisst die Fliegerei ein bisschen. Hat ihm Spaß gemacht. Aber zugeben würde er das nie. Er hat sich jetzt zur Ruhe gesetzt. Also schön. Das muss das Haus sein, in dem Yen Wang jetzt wohnt. Bin gespannt, wie er reagiert, wenn er mich nach so langer Zeit wieder sieht. Mal sehen, ob ich hier Yen Wangs Wohnung finde. Auf dem Namensschild steht Yang Xu. Auf dem Namensschild steht Yen Wang. Okay, das hier scheint Yens Wohnung zu sein. Fenton? Kim? Ich dachte nicht... Komm doch rein. Danke. Woher weißt du... Oh, war nicht leicht, euch zu finden. So ein alter Kauz hat's mir verraten. Er brauchte ein Foto von deinem Onkel, um zu wissen, wen ich suche und... Ich verstehe nicht. Naja, ist nicht so wichtig. Ich weiß, es ist lange her, aber ist Yen auch da? Du weißt es nicht? Was weiß ich nicht. Was willst du? Ich wollte eigentlich zu deinem Onkel. Warum? Wird das ein Verhör? Ich möchte mit ihm reden. Warum jetzt? Wieso bist du nicht früher gekommen? Er hat so lange darauf gewartet. Hat er? Naja, besser spät als nie. Du kommst zu spät, Fenton. Onkel Wang ist vor ein paar Tagen gestorben. Nein. Doch, ganz plötzlich. Das kann ich. Es tut mir so leid, Kim. Was tut dir denn leid? Dass du sein Vertrauen missbraucht und mit ihm seit über einem Jahr nicht geredet hast? Es tut mir leid, dass dein Onkel tot ist. Ich habe sein Vertrauen nicht missbraucht. Hast du nicht? Und wie nennst du das? Was du getan hast, ist furchtbar. Und dass du uns nie von dieser Sache erzählt hast, dass wir es von jemand anderem erfahren mussten, war das kein Vertrauensbruch? Ihr habt zusammen gearbeitet, ihr wart Freunde. Und für mich hast du zur Familie gehört. Wie konnten wir uns nur so in dir täuschen? Jemand anderer erzählt euch etwas und ihr glaubt es einfach. Ihr lest etwas in der Zeitung und denkt, dass darin die Wahrheit berichtet wird. Nennst du das Freundschaft? Wir konnten es ja auch nicht glauben, aber als mein Onkel mit dir darüber reden wollte, hast du ihn einfach stehen lassen, anstatt alles zu erklären. Und was man dir vorgeworfen hat, war doch nachprüfbar. 8 chinesische Arbeiter sind an diesem Abend erschossen worden. Was hätten wir denn deiner Meinung nach glauben sollen? Du hast ja geschwiegen. Weil ihr euch längst ein Urteil gebildet hattet. Dein Onkel packte seinen Kram zusammen und ist nie wieder zur Arbeit erschienen. Und wieso hast du dich nicht mit ihm ausgesprochen? Das sind alles nur Ausreden. Entweder gab es nichts zu erklären oder wir waren es dir nicht wert. Kim, das stimmt nicht. Und wie konntet ihr mir nur zutrauen, ein Massaker zu befehlen? Ihr habt mich doch gekannt. Das dachte ich zumindest. Ich dachte auch, dass wir über alles reden und uns alles erzählen können. Über diese Sache kann ich aber nicht reden. Und weshalb bist du dann hier? Ich wollte Yen um etwas bitten. Und worum? Um die Aufzeichnung in seiner Tibet-Expedition. Das ist der einzige Grund? Ja. Ich verstehe. Wofür brauchst du die Aufzeichnungen? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. So, das kannst du mir also auch nicht sagen. Was denkst du dir eigentlich, Fenton Paddock? Du gehst jetzt besser. Kim, bitte. Diese Karten sind unheimlich wichtig für mich. Ach ja? Dann erklär mir, weshalb. Wenn ich dir vertrauen soll, dann vertrau du mir auch oder geh mir aus den Augen. Kim, ich will nicht, dass du in Schwierigkeiten gerätst. Hallo, Schätzchen. Oh, da habe ich wohl ein kleines Rendezvous gestört. Schätzchen? Sind Sie eigentlich noch ganz klar im Kopf? Halt die Klappe und hör mir genau zu. Ich will die Karten haben, die der alte Wuang auf seiner Tibet-Reise gezeichnet hat. Wo sind sie? Welche Karten? Und mein Onkel war nie in Tibet. Verschwende nicht meine Zeit, Mädchen. Sonst werde ich ungemütlich. Ich will alle Aufzeichnungen, die er aus Tibet mitgebracht hat. Und beeil dich. Sonst muss ich dich auf meine ganz spezielle Art motivieren. Nun mach schon, gib sie mir. Oh,
Alles in Ordnung? Ja. Wer ist das? Mun Tong, Chef einer Triade. Hier, nimm seine Pistole und behalt ihn im Auge. Ich schau mal kurz raus. Wo er ist, sind seine Schergen meist nicht weit. Dachte ich's mir doch. Zwei von denen bewachen den Vordereingang. Wie ich vermutet habe. Vor der Tür stehen noch zwei von denen. Warum will denn plötzlich jeder diese Karten? Wie bitte? Kurz bevor mein Onkel starb, tauchte Richard hier auf, dann du und jetzt diese Typen. Ich will wissen, was hier los ist. Richard? Hat Jenny ihm die Karten gezeigt? Ja, das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her. Und hat Richard die Karten mitgenommen? Nein, Onkel Wang hat ihm Kopien gemacht. Dann sind die Originale also noch hier? Ja, mein Onkel hat mir noch kurz vor seinem Tod gesagt, dass ich gut darauf aufpassen soll. Okay, ich werde dir später alles erklären. Aber jetzt müssen wir hier schleunigst verschwinden. Ab sofort sind die hinter uns her und meiner Erfahrung nach ist mit denen nicht zu spaßen. Was ist denn an den Karten so besonders? Keine Ahnung. Und das soll ich dir glauben? Das solltest du, ja. Du wirst es mir also erklären? Ja, versprochen. Das ist deine letzte Chance, Fenton. Danke, Kim. Und jetzt? Wir müssen einen anderen Weg aus dem Haus finden. Gibt's hier einen Hinterausgang? Nicht, dass ich wüsste. Ich war aber auch nur ein paar Mal hier und kenne mich im Haus nicht besonders gut aus. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Irgendwie kommen wir hier raus, ohne dass die Typen uns sehen. Hey, da ist ja ein Fenster. Wenn mich mein räumliches Vorstellungsvermögen nicht täuscht, müsste man durch das Fenster in die Gasse neben dem Haus gelangen. Ich sollte erst Kim holen und mit ihr gemeinsam von hier verschwinden. Kim, ich habe draußen im Korridor ein Fenster gefunden. Lass uns von hier verschwinden. Na endlich, der Kerl kann jeden Moment wieder zu sich kommen. Mann, das dauert. Der Boss müsste doch längst wieder da sein. Soll ich mal nachschauen, was da los ist? Nein, der Boss hat gesagt, dass wir hier warten sollen. Und Befehl ist Befehl, oder willst du dich mit Mun Tong anlegen? Warum hat das so lange gedauert, Boss? Hast du dich noch zum Tee einladen lassen? Halt's Maul! Das Mädchen war nicht allein. Dieser Paddock war bei ihr und hat ihr geholfen. Die sind gerade mit den Karten abgehauen. Paddock? Ich dachte an dem Knabbern schon die Fische. Falsch gedacht. Los jetzt, durchsucht die umliegenden Gassen und gebt den anderen Bescheid. Die können noch nicht weit sein. Diesmal zerquetsche ich diesen Paddock wie eine Laus. Halt, warte. Ich will erst schauen, ob die Luft rein ist. Was hast du jetzt vor, Fenton? Wir müssen zum Flughafen. In meinem Büro sind wir erstmal sicher. Dann kann ich dir alles in Ruhe erklären. Hierher! Wir haben sie gefunden! Verdammt! Kim, der Motor des LKWs läuft. Spring rein und fahr los. Ich gebe dir Deckung. Und was wird aus dir? Fahr los, ich spring dann auf die Ladefläche. Wir hauen mit dem LKW ab! Das sehe ich auch! Hol den Wagen! Verdammter Mist. Ich sollte versuchen, irgendwie auf den Truck zu kommen. Kim! Ja? Drück auf die Tube, Kim! Na schön, halt dich gut fest! Kim, Vollbremsung! Okay, wie du willst! Alles in Ordnung? Ja, drück auf die Tube! Kim, solange diese Typen uns verfolgen, darfst du nicht zum Flughafen fahren! Schon klar! Irgendwelche Vorschläge? Bleib auf dieser Straße! Ich versuche, die Typen loszuwerden! Ich nehme mal ein paar der Raketen raus. Die Raketen passen perfekt in die Kammeröffnungen des Motorblocks. Feuer frei! Trott!
Tempel. Siehst du nicht, dass sie uns entkommen? Worauf wartest du? Los, gib Gas! Die Karre ist abgesoffen, Boss. Verdammt! Die haben wir erstmal abgehängt. Aber lang dürfte es nicht dauern, bis sie uns finden. Dann solltest du mir schleunigst einige Antworten geben. Was ist hier los? Kim, du musst aus Hongkong verschwinden. Die Tong-Triade wird alles daran setzen, die Aufzeichnungen deines Onkels in die Hände zu bekommen. Und warum? Das weiß ich selbst noch nicht. Aber du musst mir vertrauen. Dir vertrauen? Wie stellst du dir das vor? Du hast dich über ein Jahr lang nicht blicken lassen. Dann stehst du plötzlich vor mir und tust, als sei nichts gewesen? Vergiss das bitte mal für einen Moment, Kim. Du bist dir nicht mehr sicher. Und wohin soll ich deiner Meinung nach? Ich kann mich nicht einfach in Luft auflösen. Keine Angst. Mein Flugzeug ist startklar. Wir können sofort aufbrechen. Mit dem Flugzeug? Wohin? Ich muss in Tibet was erledigen und kann dich mitnehmen. Sag mal, bist du jetzt völlig verrückt geworden? Solange ich nicht weiß, was hier gespielt wird, gehe ich nirgendwo hin. Keine Zeit für Diskussionen. Lass uns verschwinden. Wir sprechen später darüber. Ich kann nicht mitkommen. Was soll ich in Tibet? Verdammt, da kommen sie schon. Kim, entweder du steigst jetzt freiwillig ein oder ich werf dich in den Frachtraum. Aber dort ist es doch eisig kalt und ich habe überhaupt nichts dabei. Kein Pullover, noch nicht mal eine Zahnbürste. Ich gebe dir was von meinen Sachen. Den Pullover nehme ich gern, aber deine Zahnbürste kannst du behalten. Wie du willst. Jetzt aber los. Wie sieht's aus, Fenton? Sind wir jetzt endlich in Sicherheit? Im Moment sieht's zumindest danach aus. Gut, dann kannst du mir endlich deine Version der Geschichte erzählen. Also, was willst du wissen? Wo soll ich anfangen? Bist du schuld am Tod der Hafenarbeiter? Ich war der befehlshabende Offizier an diesem Abend. Die Situation drohte zu eskalieren. Die Arbeiter begannen handgreiflich zu werden und warfen mit Steinen. Darum wollten wir abrücken. Es sollte niemand zu Schaden kommen. Aber genau in dem Moment, als ich den Befehl zum Rückzug geben wollte, sah ich, wie Richard von einem Stein am Kopf getroffen wurde. Er ging zu Boden und einige der Hafenarbeiter stürzten sich auf ihn. Ich musste in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung treffen. Und statt den Befehl zum Rückzug zu geben, bin ich zu Richard gerannt. Ich hatte Angst, sie würden ihn lynchen. Dann geriet die Situation außer Kontrolle. Ein Teil meiner Einheit folgte mir und die Arbeiter dachten wohl, dass wir sie auseinandertreiben wollten. Also griffen sie uns an. Und was passierte dann? Einer meiner Jungs eröffnete plötzlich das Feuer. So etwas kann passieren, wenn man die Nerven verliert und die Befehle nicht klar genug sind. Andere haben sich von der Panik anstecken lassen und blind in die Menge geschossen. Mein Befehl, das Feuer unverzüglich einzustellen, kam zu spät. 8 Menschen waren tot. Ich hätte Richard liegen lassen müssen. Was? 1 Leben gegen 8. Eine ganz simple Rechnung. Du kannst Leben nicht gegeneinander aufrechnen. Nett von dir. Willst du mich plötzlich verteidigen? Ich hätte wissen müssen, dass die Situation außer Kontrolle geraten würde. Außerdem war es ein Befehl. Wir sollten uns ja gerade deshalb zurückziehen, um zu verhindern, dass Menschen getötet werden. Fenton, das ist so... Ich weiß auch nicht. Wenn du Richard nicht geholfen hättest, wäre er getötet worden und... Ich weiß, Kim. Ich bereue es ja auch nicht, Richard das Leben gerettet zu haben. Aber stolz kann ich nicht drauf sein. Um die 8 Opfer und ihre Familien tut es mir sehr leid. Es war kein guter Tag in meinem Leben und ich muss seitdem die Konsequenzen tragen. Meinst du deine Entlassung aus der Armee? Ja, unter anderem. Aber wenn es so ist, wie du sagst, dann war das Ganze doch eher sowas wie ein Unfall. Hat es denn keine Rolle gespielt, dass du dem Sohn des Gouverneurs das Leben gerettet hast? Richard sollte aus der ganzen Sache herausgehalten werden. Er ist der Sohn des Gouverneurs und man weiß nie, was die Leute aus so einer Geschichte machen. Lord Weston hat all seine Beziehungen spielen lassen, damit mir wenigstens Militärgericht und Gefängnis erspart blieben. Letztendlich verdanke ich ihm in dieser Sache eine ganze Menge. Meinen Kopf wollten andere Rollen sehen. Das Empire musste die chinesische Bevölkerung schließlich irgendwie beruhigen. Es gab ja ständig neue Ausschreitungen nach diesem Vorfall. Also entließ man den Verantwortlichen unehrenhaft aus den Diensten seiner Majestät. Und ich akzeptierte es. Trotz der Umstände war ich ja nicht wirklich schuldlos. Richard wurde kurze Zeit später zusammen mit unserer Einheit nach Nordindien verlegt. Seitdem haben wir uns kaum noch gesehen. Fenton? Ja? Warum hast du es uns nicht erzählt? Dachtest du, wir glauben dir nicht? Vielleicht hättet ihr mir geglaubt. Aber? Es waren eure Landsleute, die erschossen wurden. Ich hatte wohl Angst, es würde die bis dahin unbelastete Beziehung zu euch zerstören. Du hättest uns vertrauen können. Du hast meinem Onkel gefehlt und... Und? Ach, nichts.
Verrat mir lieber noch, warum wir unterwegs nach Tibet sind. Neugier kann gefährlich sein. Noch gefährlicher als die letzten Stunden? Geht das? Außerdem hast du es mir versprochen. Ist ja schon gut. Nun braucht Richard wieder meine Hilfe. Ironie des Schicksals. Er ist während einer Expedition verschwunden. Seit Wochen fehlt jede Spur von ihm und seinen Männern. Richards Mission ist allerdings streng geheim und deshalb hatte Lord Weston wohl keine andere Wahl, als mich inoffiziell um Hilfe zu bitten. Natürlich weiß er, dass ich Richard niemals im Stich lassen würde. Was hat das alles mit den Karten meines Onkels zu tun? Richard hat damit offensichtlich seine Route geplant. Deshalb hoffe ich, ihn mit Hilfe der Karten zu finden. Und die Triaden, suchen die auch nach Richard? Glaube ich eigentlich nicht. Aber dass sie sich gerade jetzt für die Karten interessieren, ist sehr merkwürdig. Und vielleicht hängt ja beides doch irgendwie zusammen. Und was willst du jetzt tun? Nun, wir sind bereits ganz in der Nähe des Ortes, an dem ich meine Suche beginnen will. Ich setze dich vorher in Katang ab. Dort gibt's ganz brauchbare Herbergen. Ich bin wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen unterwegs. Bald ist Winteranfang und die meisten Pässe werden dann unpassierbar sein. Falls ich Richard bis dahin nicht gefunden habe... Moment mal, ich hab mich wohl verhört. Was heißt, du setzt mich in Pawang ab? Katang. Wie auch immer, aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich werde doch nicht in irgendeinem Kaff am Ende der Welt 2 oder 3 Wochen auf deine Rückkehr warten. Schön. Was schlägst du vor? Willst du mich etwa begleiten? Du bist auf eine solche Expedition doch überhaupt nicht vorbereitet. Das habe ich auch nicht gemeint. Ich will nur nicht in irgendeinem Bergdorf zurückgelassen werden. Es wird doch sicher eine größere Stadt auf unserer Route geben. Nein, wir reden hier von Tibet. Da käme höchstens Lhasa in Frage. Aber das ist ein zu großer Umweg. Du bleibst in Katang, bis ich zurückkomme. Entschuldige mal, vielleicht hast du es ja noch nicht bemerkt, aber seit unserer letzten Begegnung ist einige Zeit vergangen. Ich bin kein kleines Mädchen mehr, das du herumkommandieren kannst. Tut mir leid, Kim. Aber ich möchte dich nicht noch tiefer mit in die Sache reinziehen. Als ich Richard das letzte Mal helfen wollte, sind Menschen zu Schaden gekommen. Das soll sich nicht wiederholen, verstehst du? Es ist wirklich am besten so. Na toll. Und womit vertreibe ich mir dann in diesem Nest so lange die Zeit? Soll ich vielleicht Yaks hüten? Ha, das war ja schon immer mein Traum. Und wenn dir was zustößt, dann sitze ich dort vielleicht ewig fest, falls sich nicht mal wieder zufällig so ein blöder Buschpilot in diesen Winkel der Welt verirrt. Kim, runter! Mist, verdammter! Hat der gerade auf uns geschossen? Ein deutscher Kampfflieger? Der hat auf uns geschossen! Was hat der denn hier in Tibet zu suchen? Ist mir völlig egal, der hat auf uns geschossen, du musst zurückschießen! Was? Na, du hast doch sicher auch irgendwelche Waffen, Maschinengewehre, Bordkanonen! In meinem normalen Leben liefere ich Reissäcke nach Kathmandu. Das hier ist nämlich ein Transportflugzeug. Und nein, es ist nicht bewaffnet. Soll das heißen, dass wir uns überhaupt nicht wehren können? Das habe ich nicht gesagt. Halt das Steuer fest. Ich gehe nach hinten und kümmere mich um den Kollegen. Na schön, Fenton. Dann lass dir mal was einfallen. Ich nehme mal einen an mich. Die Bolzen und der Bügel haben Löcher in den hohlen Kürbis gedrückt. Gut, ich gieße etwas Wasser in den hohlen Kürbis. Und nun noch etwas Mehl dazu. Mit besten Grüßen von seiner Majestät. Den rechten Motor erwischt. Keine Panik. Ich schalte den Motor ab und versuche, die Maschine zu stabilisieren. Kann man denn mit nur einem Motor weiterfliegen? Das Baby hier hat sogar 3 Motoren, also sind noch 2 übrig. Und wenn es hart auf hart kommt, kann jemand mit meiner Erfahrung damit zumindest eine passable Notlandung hinbekommen. Scheiße. Mit nur einer Tragfläche wird es allerdings ein bisschen komplizierter. Dort drüben ist eine freie Fläche. Ich gehe runter. Festhalten!
Ich hoffe, es ist wichtig, Leutnant. Nun, unser Kontaktmann in Hongkong hat sich gemeldet. Ja, und? Wie es scheint, sind die Aufzeichnungen des Kartografen verschwunden. Was soll das heißen? Wohin verschwunden? Und was ist mit dem Kartografen? Er ist vor kurzem gestorben, nur wenige Tage, nachdem er die Kopien seiner Karten an die britische Aufklärungseinheit weitergegeben hat. Und die Originale? Irgendwer muss sie doch haben. Die Kerle, die wir angeheuert haben, vermuteten die Originale bei der Nichte des Kartografen. Leider kamen sie nicht an das Mädchen heran, da es von einem ehemaligen Soldaten beschützt wurde. Na, das wird ja immer besser, wenn man nicht alles selbst macht. Jedenfalls konnten das Mädchen und der Soldat entkommen. Ich bin sehr enttäuscht, Leutnant. Aber gut, gehen wir überlegt vor. Wer ist dieser Soldat, der dem Mädchen geholfen hat? Was kann er mit den Karten anfangen? Welche Gefahr stellt er dar? Finden Sie alles über ihn und das Mädchen heraus. Ich fliege für eine Woche nach Berlin. Bei meiner Rückkehr erwarte ich Antworten. Jawohl, Frau Gräfin. Ist noch was, Leutnant? Wir vermissen eins unserer Aufklärungsflugzeuge. Die Maschine ist von einem Kontrollflug heute Morgen noch nicht zurückgekehrt. Ich schlage vor, eine Suchaktion zu starten. Ja, machen Sie das. Falls die Maschine abgestürzt ist, müssen sowohl der Pilot als auch die Maschine gefunden werden. Beseitigen Sie alle Spuren, die zu unserem Lager führen. Dafür muss ich aber einen Großteil der Truppen von hier abziehen. Natürlich, tun Sie das. Ich betone nochmals, finden Sie das Wrack und beseitigen Sie alle Spuren, die hierher führen. Unsere Mission muss unter allen Umständen geheim bleiben, bis wir die Kammer im Kloster geöffnet haben. Danach werden wir uns vor nichts und niemanden mehr verbergen müssen. Potztausend, was ist passiert? Kim! Kim! Kannst du mich hören? Kim, sag doch was! Verdammt, ich muss zu ihr hoch und zwar schnell. Sie braucht meine Hilfe. Damit könnte ich den Deckel aufhebeln. Wer sagt's denn? Es hat geklappt. Die Kiste ist offen. Mal sehen, was wir hier haben. Ein Grammophontisch und ein paar Schallplatten. Das meiste davon ist zu Bruch gegangen. Schade. Eine Erste-Hilfe-Ausrüstung oder ein Überlebenspaket wären mir lieber gewesen. Sieht noch ganz brauchbar aus. Nur die Auflagefläche ist zerbrochen. Ich nehme ihn mal mit. Ja, damit kann ich die zerbrochene Auflagefläche ersetzen. Das Wrack der Messerschmidt. Viel weiter als meine Fort ist sie also auch nicht gekommen. Vielleicht finde ich dort drüben was, das mir hilft, Kim zu retten. Dazu muss ich aber erst irgendwie auf die andere Seite der Felsspalte kommen. Juhu! Was für ein Mordspaß! Unter anderen Umständen würde ich das sofort nochmal machen. Die Kanzel fehlt. Sieht aus, als ob sich der Pilot mit dem Fallschirm gerettet hat. Die Abdeckung der Tragfläche ist beschädigt und scheint lose zu sein. Ja, damit könnte ich die Abdeckung lösen, ohne mir die Hände zu zerschneiden. Thank you.
Mal sehen, ob noch was Brauchbares zu finden ist. Eine schmutzige Pilotenjacke. Die Taschen sind leer, aber zwischen Leder und Innenfutter scheint etwas eingenäht zu sein. Ja, damit kann ich das Innenfutter heraustrennen. Hey, in die Jacke war ein Dokument eingenäht. Wenn ich das hier oben richtig übersetze, dann ist das ein Passierschein. Man benutzt sowas, wenn man während einer militärischen Operation freies Geleit durch ein fremdes Land braucht. Das sollte ich mir mal genauer anschauen. Hier unten sind zwei Siegel angebracht. Das eine ist von der tibetischen Regierung, das andere kenne ich nicht. Es scheint aber von einer Organisation aus Deutschland zu stammen, der Thule-Gesellschaft. Noch nie davon gehört. Auf jeden Fall scheinen die Deutschen mit offizieller Genehmigung der tibetischen Regierung hier zu sein. Ich muss diese Informationen unbedingt Lord Weston zukommen lassen, wenn wir wieder in Sicherheit sind. Hier oben scheint der Name der Operation zu stehen. Vril. Keine Ahnung, was das bedeutet. Der Text ist einmal in Deutsch und einmal in Tibetisch verfasst. Es geht darum, dass dem Besitzer dieses Dokuments freies Geleit an Grenzübergängen und eine gewisse Immunität gegenüber den lokalen Behörden gewährt wird. Wow, ganz brav, liebes Schaf. Das Agali versucht, sein Revier zu verteidigen. Ich werde mich besser nicht mit ihm anlegen. Okay, ich leg das Fell mal auf den Schlitten. Dann sitze ich das nächste Mal auch noch weich. Hey, jetzt habe ich ja ein Fell mit Hörnern. Das stinkende Fell mit Hörnern bekommt jetzt noch Beine. Die Ähnlichkeit mit einem Schafbock wird immer erschreckender. Also, wenn ich beide Augen etwas zusammenkneife, bekomme ich direkt Angst vor dem Ding. Bin gespannt, was jetzt passiert. Meine Güte, das Agali hat Kleinholz aus der Attrappe gemacht, aber wenigstens ist es verschwunden. Scheint ein Gebetsplatz der Einheimischen zu sein. Wie es aussieht, war seit längerem niemand mehr hier. Hoffentlich ziehe ich nicht den Zorn irgendeines Gottes auf mich, wenn ich die alle mitnehme. Aber ich bin schließlich in einer Notlage und darum geht das sicher in Ordnung. Was sind denn das für merkwürdige Brocken? Sieht aus wie Kohle oder... Hey, Moment mal, das ist getrockneter Agali-Kot. Angenehmer Geruch hin oder her, da drin ist das besser aufgehoben und ich fühle mich wohler. Mal sehen... Das Zeug brennt tatsächlich und es riecht gar nicht mal so übel. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Könnte daran liegen, dass Agalis Pflanzenfresser sind und jede Menge Kräuter vertilgen. Kim! Gott sei Dank, sie lebt. Kim, hörst du mich? Verdammt, sie ist ohnmächtig. Aber ohne ihre Mithilfe bekomme ich sie nie aus dem Wrack raus. Ich muss sie irgendwie wach bekommen, sonst erfriert sie. Ich habe ein Räucherstäbchen angezündet. Dieser unglaubliche Gestank würde Tote wecken.
Der Rauch riecht so abartig übel. Damit sollte ich Kim doch wach bekommen. Kim, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Was? Ja, ich glaub schon. Voll Teufel, es stinkt hier so widerlich. Tut mir leid, ich musste dich irgendwie wach bekommen. Bist du sicher, dass dir nichts fehlt? Ziemlich sicher. Mein Schädel brummt und ich bin älter als ein Eisblock. Aber sonst ist alles in bester Ordnung. Wir müssen dich da rausholen. Hilf mir, das Cockpitdach anzuheben. Allein schaffe ich's nicht. Verdammt. Es bewegt sich zwar ein Stück, aber wir bekommen es nicht weit genug nach oben. Und nun? Ich hoffe, du hast einen Plan B. Ich arbeite dran. Was immer du machst, mach es schneller. Ich brauche mehr Kraft, um das Cockpit wegzubekommen. Der Fallschirm aus meinem Flugzeug. Ich komme nicht ran. Als sich das Agali meinen Schlitten vorgenommen hat, ist dieses Teil abgebrochen. Oh, der Lederriemen löst sich ab. Okay, der Lederriemen ist lang genug. Mal sehen, ob er als Peitsche taugt. Schade, das klappt wohl nur in Abenteuerfilmen. Gut, ich mach den Riemen mal nass. Brr, ist das kalt. Oh, kaum nehme ich den Riemen aus dem Wasser, gefriert er schon. Das könnte klappen. Ich leg den Fallschirm hier ab und binde die Tragegurte fest ans Cockpit. Dann zieh ich mal die Reißleine. Teufel! Hast du das gesehen, Kim? Geschafft! Ich bring dich trotzdem um. Später. Jetzt holen wir dich erstmal aus dem Wrack raus. Na, aufgetaut? Du hast fast 4 Stunden geschlafen. Mir ist immer noch schrecklich kalt. Beweg dich, dann wird's besser. Und solange das Feuer brennt, erfrieren wir auch nicht. Beruhigend. Was hast du jetzt vor? Irgendwelche Pläne? Wir werden die Nacht hier verbringen müssen. Es wird bald dunkel. Die ganze Nacht? Bei der Kälte? Wunderbar, das wollte ich doch schon immer mal machen. Warum sollte ich gleich noch mal aus Hongkong verschwinden? Was sagtest du, damit ich in Sicherheit bin? Ja, genau, ich erinnere mich, das waren deine Worte. Komm mit mir, sonst werden dich die Triaden in Hongkong umbringen. Kim. Bei mir bist du sicher. Ja, der tolle Fenton Paddock hat immer alles unter Kontrolle. Kim. Wir überleben mit Ach und Krach eine halsbrecherische Verfolgungsjagd und einen Flugzeugabsturz, nur um irgendwo mitten im Himalaya zu erfrieren? Kim, jetzt halt mal kurz die Klappe und hör mir zu. Während du geschlafen hast, habe ich mir die Unterlagen deines Onkels angeschaut. Und? Er war 1922 hier in der Gegend mit einem Forscher namens Arthur Hayes unterwegs. Sagt dir der Name was? Ja, Onkel Wang erzählte mir oft von dieser Expedition. Professor Hayes hat ihn damals als Kartografen auf seine Himalaya-Expedition mitgenommen. Jedenfalls ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen. Das meiste ist in traditionellem Chinesisch verfasst, aber manche Abschnitte hat dein Onkel in einer mir völlig unbekannten Schrift geschrieben. Nach dem, was ich lesen konnte, waren er und Hayes auf der Suche nach einem Kloster, das sie hier in der Gegend vermuteten. Weißt du, was das bedeutet? Dass du nicht alle Schriften kennst? Mal ernsthaft, falls es hier in der Gegend tatsächlich ein Kloster gibt, wäre das unsere Chance auf Rettung. Ja, du hast recht. Manchmal hat mein Onkel sehr vertrauliche Dinge in einer nur ihm und mir bekannten Geheimschrift verfasst. Zeig die Unterlagen doch mal her. Hier,
Kannst du was davon entziffern? Nun, hier steht, dass mein Onkel und Professor Hayes eines Tages in einer Höhle Schutz vor einem heraufziehenden Sturm gesucht haben. Wir waren überglücklich, rechtzeitig einen Zufluchtsort gefunden zu haben. Als wir etwas tiefer in die Höhle vordrangen, merkten wir, dass wir nicht die Einzigen waren, die diesen Ort als Obdach nutzten. Im Schein unserer Fackeln erkannten wir einen Mann, der an der Felswand lehnte. Hayes sprach ihn an, aber der Unbekannte rührte sich nicht. Also berührten wir ihn und stellten fest, was wir schon vermutet hatten. Der Mann war tot. Er war steif gefroren und möglicherweise schon längere Zeit hier. Der Mann trug die Gewänder eines Mönchs und war vielleicht während einer Pilgerreise von einem Schwächeanfall heimgesucht worden. Hayes machte mich auf etwas aufmerksam. Neben der Leiche des Mönchs befanden sich Reste eines Pergaments, das zunächst zerrissen und dann entzündet worden war. Möglich, dass der Mönch versucht hatte, mit letzter Kraft ein wärmendes Feuer zu entfachen. Bei näherer Betrachtung der verbrannten Pergamentreste stellte sich heraus, dass es eine Karte war. Hayes erkannte anhand einiger Fixpunkte, dass es sich um die Darstellung unserer Umgebung handelte. Die Texte, die man auf der Karte noch erkennen konnte, waren in einer uralten Schrift verfasst, die Hayes nur bruchstückhaft übersetzen konnte. Als der Professor seine Augen über die Karte wandern ließ, stockte zunächst sein Atem, um danach vielfach beschleunigt wiederzukehren. Seine zittrigen Finger fuhren über ein Wort: Kembalung. Hayes, der in Vorbereitung auf seine Expedition alle zugänglichen Quellen studiert hatte, erklärte mir, dass sich viele Legenden um ein Tal mit diesem Namen ranken. Es soll dort ein uraltes Kloster geben, zu dem aber kein Außenstehender je vorgedrungen sei. Die Mönche aus dem Kembalung-Tal sollen nach den Legenden ein uraltes und sehr mächtiges Geheimnis hüten. Womöglich war uns ein Schlüssel zu diesem versteckt gelegenen Tal in die Hände gefallen und Hayes wurde sehr aufgeregt bei dem Gedanken, was das für ihn, den Tibet-Forscher, bedeuten konnte. In diesem Moment schaute ich mir den toten Mönch wieder genauer an. War das vielleicht einer dieser zurückgezogen lebenden Mönche? Wo wollte er hin? Oder war er vielleicht wieder auf dem Weg zurück und hat das letzte Stück nicht mehr geschafft? Mein Blick fiel auf seine Hände und ich bemerkte, dass die Finger seiner linken Hand etwas umschlossen hielten. Hayes bemerkte es auch und öffnete die verkrampften Finger des Mönchs recht unsanft. Hayes nahm den Gegenstand an sich und hielt ihn ins Licht meiner Fackel. Es handelte sich um einen Stein, der die Form eines Drachenauges hatte. In der Mitte befand sich ein großer grüner Edelstein, in dem sich das Licht brach und auf wundersame Weise an die Wände geworfen wurde. Hayes steckte den Stein ein. Er muss meinen Blick wohl bemerkt haben, denn er rechtfertigte sich dafür. Der Stein wäre besser bei einem Wissenschaftler aufgehoben als bei irgendwelchen Bauern oder Hirten, die vielleicht irgendwann mal in diese Höhle kommen. Hochinteressant, aber überspring mal ein paar Abschnitte. Haben Sie das Kloster gefunden? Nicht so hastig. Ich habe diese Geheimschrift schon lange nicht mehr gelesen und bin etwas aus der Übung. Sie begaben sich also auf die Suche nach dem Kembalung-Tal. Der hereinbrechende Winter machte es allerdings unmöglich, den Zugang zum Tal zu finden. Denn dazu hätten sie Pässe überwinden müssen, die zu der Zeit unpassierbar waren. Diese Umstände zwangen sie dazu, die Expedition abzubrechen. Nach ihrer Rückkehr versuchte Hayes, Geld für eine besser ausgerüstete Expedition aufzutreiben. Doch niemand wollte ihm die Suche nach dem Kembalung-Tal finanzieren. Man hielt das wohl für ein Hirngespinst. Mein Onkel hat eine Karte mit der vermutlichen Lage des Tals angefertigt. Auf ihr ist auch verzeichnet, wo sie ihre Suche abbrechen mussten. Perfekt. Dann nehmen wir das als Anhaltspunkt für unsere Suche. Aber das klingt doch alles sehr vage. Woher willst du wissen, dass es das Kloster dort wirklich gibt? Hayes und dein Onkel haben es doch auch geglaubt. Und das ist im Moment wohl unsere beste Chance. Eigentlich ist es unsere einzige Chance. Dann haben wir wohl keine andere Wahl. Hörst du das auch? Klingt wie ein Motor. Oh nein, vielleicht wieder ein Flugzeug? Nein, nein, das ist kein Flugzeug. Klingt eher wie... ein LKW. Los, Cam, schnapp dir deine Sachen. Wir ändern unseren Plan etwas ab. Was? Wir folgen dem LKW. Irgendwo muss er ja hinfahren. Können wir eine kurze Pause machen? Nein, tut mir leid. Wir müssen uns beeilen.
Die Spuren werden bald zugeschneit sein. Hältst du noch etwas durch? Habe ich eine Wahl? Ich denke, wir werden bald was finden. Und warum bist du dir da so sicher? Weil ich eine Nase für sowas habe. Was ist das? Sieht aus wie ein Feldlager. Ich wusste gar nicht, dass Tibet eine eigene Armee hat. Das sind keine Tibeter. Erinner dich an den Kampfflieger. Die Deutschen? Was wollen die denn hier? Haben die Tibet angegriffen? Unwahrscheinlich. Ich werde mal schauen, ob ich durchs Fernglas was erkennen kann. Verdammt. Was hast du gesehen? Die halten britische Soldaten gefangen. Zumindest konnte ich einen Offizier erkennen. Richard? Nein, Richard war's nicht. Aber vielleicht jemand aus seiner Einheit. Sie müssen auf die Deutschen gestoßen sein und dann... Verdammt. Was willst du jetzt tun? Na, was schon. Ich muss den Offizier da rausholen. Er kann mir bestimmt sagen, was Richard und den anderen Männern passiert ist. Und wie wollen wir das anstellen? Wir? Vergiss es, Kim. Ich muss zugeben, bis hierher hast du dich tapfer geschlagen, aber das ist zu gefährlich für dich. Halt die Stellung, bis ich zurück bin. Was? Ich soll dabei zuschauen, wie du in ein schwer bewachtes Militärlager eindringst? Sie werden dich erwischen und dann sitze ich hier ganz allein rum. Ich will mir ja erstmal nur einen genauen Überblick über die Situation verschaffen. Dann warten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit und überlegen so lange, wie wir vorgehen wollen. Einverstanden? Warum lasse ich mich nur immer wieder von dir breitschlagen? Vielleicht, weil du mich eigentlich für einen tollen Kerl hältst? Träum weiter, Paddock. So, bis hierher zu kommen war kein Problem. Aber jetzt dürften die Schwierigkeiten langsam anfangen. Aus der Nähe betrachtet sieht das Lager nämlich noch beeindruckender aus. Ich frage mich so langsam wirklich, was die Deutschen hier wohl treiben. Wo willst du denn hin, Werner? Ich muss mal kurz dem kleinen Mann die große Welt zeigen. Passt auf, dass ihr beide nicht in eine dieser Gletscherspalten fallt. Da draußen ist alles löchrig wie ein Schweizer Käse. Bin ja nicht blöd. Oh. Zum Glück hat er sich die andere Ecke der Baracke für sein kleines Geschäft ausgesucht. Die Wachsoldaten scheinen da drin jedenfalls eine nette Party zu feiern und nehmen offensichtlich ihre Pflichten gerade nicht ganz so ernst. Naja, mich soll's nicht stören. Das sollte es mir leichter machen, ins Lager zu kommen. Mal schauen, was da drauf steht. Potzblitz. Zwei Bruchlandungen an einem Tag. Schlechtes Karma. Zum Glück ist wieder nichts Schlimmes passiert. Naja, einige meiner Ausrüstungsgegenstände sind bei dem Sturz verloren gegangen. Egal. Mal sehen, wie ich hier wieder rauskomme. Fenton, kannst du mich hören? Kim? Verdammt, ich hab doch gesagt, du sollst warten! Spiel bitte nicht schon wieder den Helden. So wie es aussieht, wirst du wohl oder übel meine Hilfe brauchen. Na schön, aber pass auf, dass sich niemand sieht. Mach ich, keine Angst. Wie sieht's denn da unten aus? Kommst du irgendwie wieder nach oben? Durch den Tunnel nicht. Ich bin fast 10 Meter nach unten gerutscht. Aber hier sind ein paar Gänge. Vielleicht... Psst, sei mal still. Kim?
Kim, alles in Ordnung? Ja, die Luft ist wieder rein. Ich schaue mich hier oben mal ein wenig um. Vielleicht finde ich was, das dir da unten hilft. Gut, aber pass auf dich auf. Ja, doch. Ich nehme mal eine Ausgabe mit. Falls ich noch mehr brauche, weiß ich ja, wo ich sie finde. Schauen wir mal, ob was Brauchbares dabei ist. Da es hier seinen Zweck ja sowieso nicht erfüllt, nehme ich es mal mit. Keine Ahnung, woher diese Löcher stammen könnten. Jetzt weiß ich's. Es sind glühende Zigarrenstummel, die im hohen Schnee verschwinden. Der nächste Zigarrenstummel ist mein. Was sagt man dazu? Hier hast du was zum Lesen. Fenton, Kopf einziehen! Pass auf! Zurücktreten, bitte! Geh in Deckung, Fenton. Jetzt kommt was Schweres. Achtung da unten! Keine Ahnung, wo dieser Gang hinführt. Da geht's ins Dunkel. Gleich hinter diesem Durchgang geht's ziemlich steil nach unten, in finsterste Finsternis. Der Gang ist etwas breiter als die anderen, aber wohin er führt, lässt sich auch hier nicht erkennen. Ich nehme nur ein paar von den kleineren Eisbrocken mit. Die großen sind mir zu schwer und zu kalt. Ich zünd den Kocher mal an. Nun raucht und stinkt es wieder. Okay, ich stell mich mal in die Mitte des Raumes und schau, durch welchen Gang der Rauch abzieht. Na bitte, wer sagt's denn? Dieser Durchgang wird mich nach draußen führen. Git, was stinkt denn hier so? Ich muss mich direkt unterm Lager befinden. Die Deutschen werfen ihren Müll in diese Höhle. Die Spalte wird größtenteils von einer dünnen Eisschicht verschlossen. Ich spüre aber den Luftzug, der mich hierher geführt hat, und ich sehe Tageslicht. Ich lege ein paar Seiten hier oben zwischen die Holzreste. Die Zeitungen brennen und werden hoffentlich auch noch den restlichen Müll in Brand stecken. Mal sehen, ob das die Eisschicht da oben zum Schmelzen bringt. Die obere Müllschicht brennt zwar ganz gemütlich vor sich hin, aber das Feuer will nicht so richtig in Gang kommen. Auf die Art haut das Eis dort oben jedenfalls in 100 Jahren nicht. Ich sollte meinen Plan vielleicht mal überdenken. Was liegt denn da? Hey, ein Taschenmesser. Leider sind die Klingen abgebrochen. Natürlich, sonst hätte man es wohl nicht in den Müll geworfen.
Aber immerhin ist der Korkenzieher noch dran. Mal schauen, ob sich der grobe Klotz bearbeiten lässt. Schade, da am Taschenmesser nur noch der Korkenzieher zu gebrauchen ist, konnte ich lediglich den Asteinschluss rausziehen. Ich leg mal ein paar Eisbrocken in den Topf. Gut, ich kleb den Deckel mit dem Dichtungsband fest auf den Topf. Gut, ich habe den Bolzen fest ins Loch im Deckel gesteckt. Mal schauen, was jetzt passiert. Nicht schlecht. Die praktische Seite der Physik. Au, 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 au. Heiß. Die Kordel lässt sich prima am Schlittenhorn befestigen. Jetzt gut zielen. Das muss das Zelt sein, das wir von oben gesehen haben. Hoffentlich ist der englische Soldat noch immer dort. Mal sehen, ob ich was davon brauchen kann. Hier ist eine Handgranate. Wahrscheinlich ein Blindgänger. Also ich frag dich jetzt nochmal. Wie ist es dem Mönch und deinem Leutnant gelungen, aus dem Kloster zu entkommen? Welche Geheimtür haben sie benutzt? Wir können das Spielchen noch tagelang so weitertreiben. Ich habe hier hunderte von diesen Schallplatten und du scheinst die Musik ja zu mögen. Sonst würdest du ja nicht so beharrlich schweigen. Falls es dir zu leise ist, kann ich die Lautstärke auch gern noch etwas aufdrehen. Mein Gott, das ist Thomas. Thomas Finch. Er ist Offizier in Richards Einheit. Ich kenne ihn noch aus meiner Dienstzeit in Hongkong. Er wird offensichtlich mit deutscher Marschmusik gefoltert, die über diese Kopfhörer auf ihn eindröhnt. Schrecklich. Wenn sein Bewacher nicht breit wie ein Schrank wäre, würde ich ihm sofort selbst den Marsch blasen. Aber da ich meinen schwarzen Gürtel vergessen habe, muss ich wohl subtiler vorgehen. Im direkten Vergleich mit dieser Kampfmaschine ziehe ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den kürzeren. Ja, damit kann ich den Deckel etwas nach oben drücken. Mal sehen, was ich durch den entstandenen Spalt rausholen kann. Ich hol das Sägeblatt mal raus. Ich habe den Kopf der Handgranate abgedreht und das schwarze Sprengstoffpulver entnommen. Ja, die Titelseite der Zeitung passt hier prima drauf. Jetzt ziert eine marschierende Kompanie die Hülle. Ich habe die Ränder der Scherben mit Klebstoff bestrichen. Nun muss ich sie nur noch wieder richtig zusammensetzen. Na, wer sagt's denn? Ich habe die Scherben wieder zu einer vollständigen Platte zusammengeklebt. Wenn die hellen Klebefugen nicht wären, könnte man sie fast für eine brandneue Scheibe halten.
Das Sprengstoffpulver bleibt in den Fugen kleben und man erkennt sie kaum noch. Die Platte sieht aus wie neu. Hey, die Platte könnte ich jetzt glatt als Sammlerstück verkaufen. Wenn ich Glück habe, merkt der Fritz nicht, dass es keine Marschmusik ist. Aber Thomas sollte es merken und dann hoffentlich mal zu mir schauen. So, jetzt kommt ein echter Knaller. Nicht ganz das, was ich geplant hatte. Aber solange das Ergebnis stimmt, hoffentlich hat niemand den Knall gehört. Thomas? Sekunde, ich nehme dir die Kopfhörer ab. Fenton? Fenton Paddock? Was machst du denn hier? Erkläre ich dir später. Du musst mir jetzt zuhören. Wir haben nicht viel Zeit. Alles in Ordnung mit dir? Bist du endlich wieder bei der Armee? Leitest du den Rettungstrupp? Nein. Hör mir zu, Thomas. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Meine Ohren klingeln noch etwas und ich bin furchtbar müde. Sie haben mich 3 Tage lang nicht schlafen lassen. Kannst du aufstehen? Nicht, solange ich mit den Handschellen an die Kiste gekettet bin. Gut, darum kümmere ich mich gleich. Ich muss wissen, was passiert ist. Tja, ich denke, dass wir zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Was meinst du damit? Nun, unsere Einheit sollte diese Gegend hier erforschen und strategisch wichtige Geländeformen erkunden. Richard hatte Karten besorgt, die ein Tal und ein Kloster zeigten, was ein ideales Rückzugsgebiet im Falle eines Krieges sein könnte. Es war dunkel, als wir das Tal erreichten. Wir wollten am nächsten Morgen nach dem Kloster suchen und waren gerade dabei, ein Lager für die Nacht aufzuschlagen, als wir in der Nähe mehrere Explosionen hörten. Wir entdeckten auf einem Berghang das Kloster und sahen, dass irgendjemand versuchte, den Eingang aufzusprengen. Wir konnten aufgrund der Dunkelheit nichts Genaues erkennen und vermuteten, dass irgendeine Bande das Kloster überfallen wollte. Richard entschied sich, den Mönchen im Kloster zu Hilfe zu kommen. Auf den Karten war ein versteckter 2. Eingang zum Kloster verzeichnet. Wir konnten uns also unbemerkt hineinschleichen und mit den Mönchen Kontakt aufnehmen. Deren Anführer, der Abt oder wie man das hier nennt, konnte sich mit uns verständigen. Kurz darauf sprengten die Angreifer das Tor in die Luft und stürmten in das Kloster. Sie waren uns zahlenmäßig deutlich überlegen. Unsere Jungs hatten nicht den Hauch einer Chance. Der alte Mönch führte mich und Richard zu einer verborgenen Kammer, wo wir uns verstecken sollten. Für den Fall, dass ihm auf dem Weg dorthin etwas zustößt, erzählte er uns etwas, das wir uns unbedingt merken sollten. Und was war das? Warte. Er sagte, die Tür wird von 2 Drachen gehütet. Yao, dem Starken, und Xiao, der Weisen. Xiao, die Mutter, ist doppelt so alt wie ihr Sohn Yao. Tja, war vielleicht irgendein Geheimcode oder sowas. Jedenfalls hat es auf dem Weg zu dieser Kammer nicht ihn erwischt, sondern mich. Ich habe eine Kugel in die Schulter bekommen. Und was dann passiert ist, weiß ich nicht mehr. Ich bin hier in diesem Lager aufgewacht und dann wurde mir auch bewusst, warum wir gegen die Angreifer so schlechte Karten hatten. Wir hatten es nicht mit irgendeiner lokalen Räuberbande zu tun, sondern mit einem Angriffstrupp der Nazis. Was wollen die Deutschen überhaupt hier? Irgendwas Unglaubliches ist in diesem Kloster. Ich habe aber keinen Schimmer, was genau das sein soll. Für die Chefin hier, diese Gräfin von Hagenhild, ist es jedenfalls wichtig genug, um dafür unschuldige Mönche abzuschlachten. Sie haben mich immer wieder gefragt, wie man die geheime Kammer öffnen kann. Aber ich habe bis jetzt standgehalten. Offenbar ist das, was sie suchen, da drin. Das heißt, du hast ihnen nichts von diesem Drachencode erzählt? Nein, kein Sterbenswort. Was ist aus Richard geworden? Ich denke, er und der Mönch konnten sich in die Kammer flüchten. Mehr weiß ich leider nicht mehr. Dann ist Richard vielleicht immer noch dort? Schon möglich, dass die Mönche da Proviant drin hatten. Dann könnten sie bis jetzt überlebt haben. Vielleicht führt die Kammer aber auch zu einem weiteren Ausgang und Richard konnte sich in Sicherheit bringen. Wie auch immer, ich werde es herausfinden. Diese Kammer, wo genau ist die im Kloster? Es gibt so eine Art Innenhof. An der westlichen Wand befindet sich der versteckte Öffnungsmechanismus. Gut. Na schön, Thomas. Hast du eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Du machst mir Spaß. Am besten auf demselben Weg, den du reingekommen bist, oder? Das kannst du vergessen. Ich bin in eine Gletscherspalte gestürzt. Dort kommen wir nicht wieder hoch. Außerdem siehst du nicht so aus, als ob du schon wieder fit für eine anstrengende Kletterpartie bist. Hm.
Ich habe gesehen, dass mehrmals am Tag LKW das Lager verlassen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Klingt interessant. Okay, ich suche was, womit ich deine Handschellen öffnen kann. Wie wär's mit dem Schlüssel? Die Uniform hat zwar nicht ganz meine Größe, aber Moment mal, was ist denn da in den Taschen? Perfekt. Der kleinste Schlüssel passt und öffnet die Handschellen. Thomas, lass uns verschwinden. Kannst du gehen? Naja, etwas wackelig auf den Beinen bin ich doch noch. Dann wartest du besser hier auf mich, bis ich eine Fluchtmöglichkeit gefunden habe. Ich sollte mich mal bei den LKW umsehen. Vielleicht bietet sich dort eine Möglichkeit, Thomas hier rauszubekommen. Ich ziehe jetzt die Uniform an, dann habe ich bessere Chancen, unentdeckt zu bleiben. Ja, ich werde versuchen, mit Thomas hier rauszufahren. Ich hole ihn und verstecke ihn auf der Ladefläche. Wenn wir bis zum Tor durchkommen, können wir es schaffen. So, Thomas versteckt sich auf der Ladefläche. Wenn meine Glückssträhne anhält, steckt der Zündschlüssel im Schloss. Hey, was treibst du da, Bursche? Ah, noch ein Kranker, oder? Das Wetter hier ist wirklich nicht jedermanns Sache. Ich bin auch die ganze Zeit erkältet. Ja, kann kaum sprechen. Lass gut sein, schon deine Stimme. Wolltest wohl rauf zum Kloster, was? Mhm. Haben die Jungs von oben wieder einen LKW bestellt? Um diese Zeit noch? Ich hab diesen Deppen schon 100 Mal erklärt, dass ich so kurz vor der Dämmerung keinen Konvoi mehr hochfahren lasse. Die sollen sich gefälligst an die Regeln halten. Nach 1600 verlässt kein LKW mehr die Basis. Es sei denn, im Kloster wurde eine Fundsache von höchster Priorität gemacht. Worum geht's denn überhaupt? Was soll denn so dringend abgeholt werden? Tja. Was haben Sie denn per Funk übermittelt? Also, ich brauche sowieso das vollständig ausgefüllte Einsatzanforderungsformular. Lass dir das im Funkraum ausstellen. Wenn die Fundstücke von besonderer Wichtigkeit sind, schicke ich dich mit dem LKW nach oben. Du findest mich in meiner Baracke. Aber komm nur wieder, wenn es wirklich bedeutende Fundstücke sind. Ansonsten wird das Zeug erst morgen abgeholt. Na schön. Funkraum, Formular und wichtiges Fundstück. Auf geht's. Verschlossen. Der letzte hat gepasst. Die Tür ist jetzt offen. So ein Glück, keiner da. Ein Tonbandgerät mit Magnetbändern. Diese Expedition hier ist wirklich topmodern ausgerüstet. Mal hören, was da drauf ist. Ich habe den Gefangenen nach 2 Stunden Musikbeschallung wieder nach dem Objekt mit der Codenummer 28 gefragt. Er bleibt aber bei seiner Aussage, den Namen des gesuchten Objekts noch nie gehört zu haben. Die enorme Bedeutung des Objekts für den Fortschritt unseres Projekts macht weitere Verhörmaßnahmen erforderlich. Objekt 28? Und welches Projekt meint er? Die hier sehen aus wie die Sondereinsatzformulare, von denen die Wache gesprochen hat. Ich nehme mal eins mit.
Na schön, welches der Objekte von dieser Liste ist wohl so bedeutend, dass mir die Wache die Sonderfahrt zum Kloster genehmigt? Hier, das Formular. Was? Teufel, das ist ja ein Fund. Frau Gräfin wird begeistert sein. Los, was stehst du hier noch rum? Starte den LKW und fahr nach oben. Zu Befehl. Noch höher hinauf kommt man mit dem LKW nicht. Von hier aus geht's nur zu Fuß weiter. Und wie weit ist es noch bis zum Kloster? Vielleicht 800, maximal 1000 Meter. Der Abzweig zum Seiteneingang liegt linke Hand auf halbem Weg. Okay, du fährst jetzt mit Kim den Pass runter. Versucht euch zur indischen Grenze durchzuschlagen und kontaktiert von dort. Hallo? Ja? Das ist einer deiner schlechten Scherze, oder? Wie meinst du das? Du schickst mich mit einem wildfremden Mann weg? Entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. Kim, ich kenne Thomas seit vielen Jahren. Ich vertraue ihm. Und das kannst du auch. Darum geht's gar nicht. Überleg doch mal, du brauchst meine Hilfe. Wo wärst du denn jetzt ohne mich? Kim. Ohne die Übersetzung der Aufzeichnungen meines Onkels würden dir entscheidende Informationen fehlen, oder? Das bestreite ich ja auch nicht. Aber ich denke trotzdem, dass ich ab jetzt besser alleine... Oh, stimmt ja, ich vergaß. Du bist ja auch ganz alleine und ohne jegliche Hilfe in das Lager der Deutschen eingedrungen. Na schön, da hast du meinen Hintern gerettet. Wolltest du das von mir hören? Ja, und darum bleibe ich auch weiterhin an deiner Seite, statt mit deinem Freund abzuhauen. Verzeihung, das geht nicht gegen sie. Schon gut. In drei Teufelsnamen, dann bleib lieber bei mir, ehe du die ganzen Deutschen hier zusammenschreist. Aber ich warne dich. Das hier ist keine lustige Bergtour, sondern eine Rettungsmission. Du tust, was ich dir sage, bleibst immer in meiner Nähe und schreist gefälligst nicht rum. Okay. Also dann machst du dich jetzt besser auf den Weg, Thomas. Ja, viel Glück euch beiden. Wenn ich nur in besserer Verfassung wäre, könnte ich euch begleiten. Aber ihr schafft das schon. Irgendwie. Ich schlag mich nach Nordindien durch und kontaktiere von dort aus Lord Weston in Hongkong. Viel Glück, Thomas. Auf dem oberen Schild steht Kloster. Das nächste zeigt hinunter ins Tal zum Lager. Die unteren beiden zeigen nach Westen, Berlin und Venedig? Die Schilder sind festgenagelt. Ich möchte nicht behaupten, dass es prinzipiell unmöglich ist, aber mit bloßen Händen bekomme ich die sicher nicht ab. Dieses Ding entpuppt sich tatsächlich als Universalwerkzeug. Ich konnte die Nägel damit spielend leicht aus dem Pfosten hebeln. Und nun sind die Schilder mein. Na gut, Kim. Gehen wir hoch zum Kloster. Na schön, was immer du sagst. Hier muss es sein. Schaufenden, dort ist der geheime Eingang. Nun ja, so geheim ist er wohl leider nicht mehr. Wie du siehst, haben die Deutschen die Brücke komplett vermint. Und was machen wir jetzt? Kannst du die Minen entschärfen? Psst, sei still. Und? Irgendwelche Vorkommnisse heute? Oder besondere Instruktionen? Nein, es gab nichts Außergewöhnliches. Wir konnten den Eingang zur Kammer immer noch nicht öffnen. Morgen wird vielleicht gesprengt. Na endlich. Das zögerliche Vorgehen der Gräfin kam mir schon merkwürdig vor. So kennt man sie gar nicht. Dass du nicht kapierst, was wir hier vor uns haben, wundert mich nicht. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn wir auch nur ein Detail übersehen oder etwas Unersetzliches zerstören, kann das zum Scheitern unserer Mission führen. Drauf geschissen. Ich bin froh, wenn das Ganze endlich vorbei ist und wir wieder zurück in die Heimat können. Ich hasse nämlich den Winter und ich hasse Berge. Und Nachtwachen hasse ich am meisten. Tja, hättest du dich beim Eignungstest nicht so blöd angestellt, wärst du vielleicht auch beim Erkundungstrupp gelandet und müsstest jetzt nicht Nachtwache halten. Du riskierst eine ganz schön dicke Lippe.
Dann mal eine angenehme Nacht. Wir gehen zurück ins Lager. Keine Sorge. Otto und ich grillen uns dann ein paar saftige Koteletts hier über dem Feuer und machen es uns richtig gemütlich. Aber vergesst Siegfried nicht. Der arme Hund hat heute den ganzen Tag noch nichts zu fressen bekommen. Ja, bis morgen. Gut. Die meisten Soldaten scheinen nachts zurück ins Lager zu gehen. Wenn wir Glück haben, schieben nur die beiden Kerle dort drüben Wache. Aber wie willst du da reinkommen? Vielleicht erinnerst du dich, der einzige Weg zum Seiteneingang scheint über diese komplett vermiente Brücke zu führen. Keine Bange, mir wird schon was einfallen. Davon bin ich überzeugt. Schluchten, Felsspalten, Abgründe. Unsere treuen Begleiter in Tibet. Der Fuß des Drachen bildet einen kleinen Vorsprung an der Felswand. Ja, bis dahin sollten die Bohlen reichen. Ich leg eine mal hier auf den Boden und stecke sie dort drüben in den Abflussschlitz der Brücke. Perfekt. Jetzt kann ich die andere Seite erreichen. Eine Gebetsmühle aus Metall mit eingravierten Texten. Leider kann ich nichts davon übersetzen. Grundsätzlich kann ich die Schändung religiösen Kulturguts natürlich nicht gutheißen, aber in besonderen Situationen sollte man seine Prinzipien überdenken. Vielleicht brauche ich dieses Ding ja später mal. Potzblitz, was war das denn? Die Gebetsmühle hat anscheinend eine starke magnetische Wirkung, aber der verdammte Zelthering ist doch aus Aluminium und dürfte eigentlich nicht von einem Magneten angezogen werden. So, geschafft. Hab sie. Merkwürdig. Die metallische Oberfläche der Gebetsmühle ist trotz der Eiseskälte handwarm. Außerdem zieht sie auch andere Metalle als Eisen, Nickel oder Kobalt an. Sie kann also kein gewöhnlicher Magnet sein. Ich bekomme nicht mal die Fingerspitzen dazwischen. Der Spalt ist viel zu eng. Wenn ich aber hier gegen die Wand klopfe, klingt es dahinter hohl. Die Spitze des Herings eignet sich vielleicht als Keil. Ich versuche mal damit den Spalt zu vergrößern oder den Hohlraum zu öffnen. Sieh an, was haben wir denn hier? Das Holzrad ist auf einer Achse gelagert und mit einer Seilwinde verbunden. Außerdem befindet sich eine längliche Vertiefung im Rad. Vielleicht passt eins der Schilder in die Vertiefung auf dem Holzrad. Perfekt! Die Spitze des Schildes passt genau. Es sitzt jetzt sogar ziemlich fest und gibt einen handlichen Griff ab. Wir müssen leise sein. Ach, wirklich?
Ich meine noch leiser als bisher. Da unten liegt ein Hund. Er bewacht wohl nachts diesen Teil des Klosters. Du hast mich überzeugt. Ich bin mucksmäuschenstill. Auf jeden Fall sind wir hier richtig. Das muss der Innenhof sein, den Thomas beschrieben hat. Demnach befindet sich der Zugang zur geheimen Kammer dort in der westlichen Wand. Und was nun? Wie gehabt. Du rührst dich nicht vom Fleck und ich denk mir was aus. Wieder Herr wünschen. Ich bin nach wie vor von dieser Gebetsmühle fasziniert und stecke sie für alle Fälle auch wieder ein. Mal schauen, was in dem Tornister ist. Gasmaske, Feldflasche, Kompass und eine Taschenlampe. Wahnsinn, was da alles reingeht. In ausweglosen Situationen sollte man experimentierfreudig sein. Na schön. Potztausend, was für eine heftige Reaktion. Das Natron löst sich zischend und sprudelnd im Tee auf. Hier auf dem Päckchen steht, nicht mit Säuren in Kontakt bringen. Nun ja, Fruchtsäure ist eben auch eine Säure. Das kommt davon, wenn man die Gebrauchsanleitung nicht vorher liest. Ich schraub den Deckel vorerst noch nicht zu fest auf die Flasche. Sie würde mir sonst in Kürze um die Ohren fliegen, wenn das entstehende Gas nicht mehr entweichen kann. Ich verteile etwas Kleber um das zerbrochene Schutzglas der Taschenlampe. Im Deckel des Kompasses befindet sich ein herausklappbares Vergrößerungsglas. So lässt sich der aufklappbare Kompass wunderbar an die Taschenlampe kleben. Und mit Hilfe der Lupe wird das schwache und gestreute Licht nun zu einem hellen, scharfen Punkt gebündelt. Der Hund hält den zitternden Lichtpunkt wohl für irgendein Insekt. Ich locke ihn mal ins Innere der Hütte. So ist's brav. Und bleib schön drin. Wenn ich die Flasche fest verschließe und in den tiefen Schnee werfe, wird sie dort relativ geräuscharm explodieren und das Schneebrett elegant nach unten rutschen lassen. Der Schnee blockiert den Eingang der Hundehütte und der Köter ist gefangen. Klingt gut. Probieren wir's. Und wieder mal hat's Fenton geschafft. Der Hund ist eingesperrt und der Weg nach unten frei. Mir fällt nichts mehr ein, um meiner Bewunderung noch deutlicher Ausdruck zu verleihen. Dann folge mir andächtig. Keine Ahnung, was in dieser Kiste sein könnte. Ein Kabel führt zu drei Lampen, aber für einen Generator ist das Ding eindeutig zu klein. Der Kasten ist eine riesige Batterie. Beeindruckende Ausrüstung. Aber was zur Hölle ist das denn? Der schlimmste Kabelsalat, den ich je gesehen habe. Na schön, wenn man die Akkuzellen korrekt mit den Kabeln verbindet, müsste die Batterie wieder einsatzfähig sein. Gut. Wohin damit? Und es ward Licht. Ich bin wirklich zutiefst beeindruckt. Mal sehen. Hier muss doch irgendwo der versteckte Eingang sein.
Irgendwo in dieser Wand soll sich laut Thomas der Zugang zu der geheimen Kammer verbergen, in die sich Richard gerettet hat. Auf den ersten Blick kann ich allerdings nichts Auffälliges entdecken. Lediglich diese runden Verzierungen auf den Säulen stechen etwas heraus. Eine runde Metallplatte, die in eine Säule eingelassen ist. Die glattpolierte Platte bietet kaum Griffmöglichkeiten und sie lässt sich weder hineindrücken noch herausziehen. Potzblitz! Mit Hilfe der magnetischen Kraft der Gebetsmühle ist diese Verzierung wie eine kleine Tür zur Seite geschwungen. Auf dieser Steinplatte kann man zwei gewundene Drachenkörper sehen. Thomas erwähnte doch einen Text, in dem es um so etwas ging. Die Tür wird von zwei Drachen gehütet. Iao dem Starken und Xiao der Weisen. Xiao die Mutter ist doppelt so alt wie ihr Sohn Yiao. Tja, dann werde ich dieses Rätsel doch mal knacken. Eureka, das ist es! Der gewundene Körper der Drachenmutter zieht sich nun über doppelt so viele Mosaiksteine wie der ihres Sohnes. Doppelt so alt! Das war also damit gemeint. Ha! Der Mann macht mir Angst. Los, Kim, gehen wir. Der Mönch ist schon länger tot. Richard? Richard, bist du hier? Wohin gehst du? Warte dort am Eingang und fass bloß nichts an. Was ist das? Ein Gürtel und eine Tasche. Von Richard? Sehr wahrscheinlich. Wo kann er sein? Ich schau mich hier mal um. Vielleicht gibt's ja noch einen anderen Ausgang. Der Gürtel einer englischen Uniform. Die Tasche ist leer und auch sonst sind keine Hinweise daran zu finden. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es der von Richard ist. Eine Stele aus Stein. Dort an der Wand ist ein Relief, das einen Drachen darstellt. Das scheinen Schriftzeichen zu sein, allerdings habe ich davon keine Ahnung. Kim, hast du diese Schriftzeichen überall bemerkt? Sind kaum zu übersehen, oder? Weißt du, was sie bedeuten? Nein, aber ich habe sie schon mal gesehen. In den Aufzeichnungen deines Onkels. So? Da, wo dein Onkel von diesem Professor Hayes und dem toten Mönch in der Höhle geschrieben hat, lag ein Zettel zwischen den Seiten, auf dem solche Hieroglyphen beschrieben sind. Leider waren die Erklärungen in eurer merkwürdigen Geheimschrift verfasst. Stimmt. Mein Onkel hat nach den Angaben von Hayes eine Übersetzung der Zeichen angefertigt, die sie auf der halbverbrannten Karte gefunden haben. Und? Kannst du damit übersetzen, was hier an den Wänden steht? Das ist nicht so einfach. Lass mal sehen. Hayes war der Meinung, dass das gar keine Hieroglyphen im eigentlichen Sinne sind, also keine Schrift, die sich aus Bildern zusammensetzt. So? Was denn dann? Er hielt es für eine sehr frühe, aber schon hochkomplexe Schrift. Vielleicht die erste wirkliche Schrift, also eine Urschrift. So weit, so gut. Aber was steht denn nun da auf dem Boden und an den Wänden? Um das zu wissen, muss ich erst verstehen, wie man diese Schrift liest. Versuch's doch selbst, wenn es dir nicht schnell genug geht. Sorry, ich weiß nur nicht, wie viel Zeit wir noch haben, bis die Wachen die geöffnete Tür bemerken. Schon gut. Also Hayes zufolge stehen die Zeichen nicht für einzelne Worte, wie es bei einer Bildsprache üblich wäre, sondern sie bilden komplette Sätze ab. Tatsächlich?
Ja, die Buchstaben stehen nicht in horizontalen oder vertikalen Zeilen, sondern sind in Quadraten angeordnet. Wie praktisch. Hier über der Tür steht: Hinter der Pforte in diesem Raum verbirgt sich der schlafende Drache. Also gibt's doch einen anderen Ausgang. Aber wo? Vielleicht steht ja hier etwas. Es gibt zwei Schlüssel, die die Pforte öffnen können und den Drachen entfesseln werden. Der eine wird von den Wächtern der Pforte verwahrt. Versteckt an einem weit entfernten Ort wartet der andere auf jene, die in kommenden Zeiten die Kraft haben werden, sich dem Ungeheuer zu stellen. Wenn du in das Auge des Drachen blickst, wird dir auf der Karte der Hüter das Versteck offenbart werden. Ihr alle hütet euch vor dem Drachen. Seine Macht ist verlockend, doch Tod und Verderben erwarten jene, die ihn nicht zähmen können. Das war's? Ich fürchte ja. Schöner Mist. Kannst du denn damit nichts anfangen? Naja, abgesehen von dem ganzen mythologischen Drachenkram, wissen wir, dass man einen Schlüssel braucht, um die Pforte zu öffnen. Einer war hier in diesem Kloster versteckt und wurde höchstwahrscheinlich von Richard auf seiner Flucht benutzt. Ein zweiter Schlüssel befindet sich irgendwo an einem weit entfernten Ort, zu dem wir aber keine genaueren Angaben haben. Fazit? Richard ist durch eine Tür verschwunden, die für uns verschlossen ist. Wir können ihm nicht folgen, ihn nicht finden, ihm nicht helfen. Moment mal. Was? Hier stand doch, wie man das Versteck des zweiten Schlüssels finden kann. Es ist auf einer Karte verzeichnet und offenbart sich, wenn man durch das Auge des Drachen schaut. Na toll. Leider sehe ich hier nirgends eine Karte. Und Drachen gibt's nur im Märchen. Erinnere dich an die Aufzeichnungen von Professor Hayes und meinem Onkel. Bei dem toten Mönch in der Höhle haben sie Reste einer Karte mit merkwürdigen Schriftzeichen gefunden. Außerdem hatte der Mönch einen Edelstein in Form eines Drachenauges in der Hand. Schön, dass du wieder mitdenkst. Weißt du, was aus dem Teil geworden ist? Glaubt man den Aufzeichnungen, dann hat Hayes das Drachenauge eingesteckt. Bei meinem Onkel habe ich sowas auch nie gesehen. Dann könnten die Karte und das Drachenauge also noch im Besitz von Hayes sein. Möglich wär's. Wo immer diese Pforte auch hinführen mag, dein Freund Richard ist vielleicht noch dort und am Leben. Und sie lässt sich nur mit dem Schlüssel öffnen, zu dem uns das Drachenauge von Hayes führen kann. Du hast recht. Ich darf nichts unversucht lassen. Weißt du, wo wir diesen Hayes finden? In Marrakesch. Ich bin sicher, dass dieses armselige Abziehbild eines Wissenschaftlers nach dem Scheitern seiner bedeutungslosen Karriere noch immer dort herumkriecht und billigen Trödel an Touristen verkauft. Ihre Unterhaltung eben lässt den Mann nun allerdings in einem gänzlich anderen Licht erscheinen. Das Auge des Kanjur. Der Legende nach zeigt das grüne Drachenauge, wie man die Pforte nach Shambhala öffnen kann. Wir haben in den letzten Tagen intensiv danach gesucht. Aber dank ihrer unschätzbaren Hilfe weiß ich nun, dass es sich schon seit einigen Jahren nicht mehr in diesem Kloster, sondern im Besitz von Professor Hayes befindet. Wir werden ihn zur Kooperation überreden und er wird uns die Pforte nach Shambhala öffnen. Bleib dicht neben mir, Kim. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Sie haben mir die Aufzeichnungen des Kartografen und auch noch die passende Übersetzerin Freihaus geliefert, Herr Paddock? Das ist doch Ihr Name, oder? Oh, bitte verzeihen Sie. Ich habe mich Ihnen ja noch gar nicht vorgestellt. Hanna Gräfin von Hagenhild, Leiterin dieser Expedition. Expedition. Nun sehen Sie, die vielleicht nicht immer rücksichtsvolle Art und Weise, mit der ich dieses Unternehmen durchführe, ist dem Preis geschuldet, der uns hinter dieser Pforte erwartet. Sie haben all diese Mönche und Soldaten wegen irgendwelcher Legenden und Drachenmärchen getötet?
Ich denke nicht, dass ein Blindgänger wie Sie versteht, was jenseits dieser Mauern auf uns wartet. Leider dürften Sie auch nicht lange genug am Leben sein, um die Wunder Shambhalas mit eigenen Augen zu sehen und die Macht, die sie uns verleihen werden. Denn ich begehe sicher nicht den gleichen Fehler wie unsere dilettantischen Freunde in Hongkong und lasse sie länger am Leben als unbedingt nötig. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Bringt ihn raus und exekutiert ihn. Nicht so eilig. Vielleicht können wir Ihnen noch weiterhelfen. Eine Hand wäscht die andere, oder? Ihre Menschenkenntnis scheint so gering zu sein wie Ihre aktuelle Lebenserwartung. Ich strebe nicht danach, Freunde zu gewinnen, sondern meine Feinde zu vernichten. Aber trösten Sie sich. Meine Entscheidung betrifft lediglich Sie allein. Das hübsche Fräulein bleibt am Leben. Vorerst. Sie kann uns bei der Übersetzung der Aufzeichnungen des Kartografen noch von Nutzen sein. Grasser, bringen Sie das Mädchen runter ins Lager und sorgen Sie dafür, dass sie es dort in den nächsten Tagen schön gemütlich hat. Schicken Sie anschließend ein Telegramm nach Berlin und informieren Sie den Minister darüber, dass wir nach Marokko aufbrechen, um Objekt 28 sicherzustellen. Und teilen Sie dem Museum mit, dass wir das Original der Piri Reis-Karte untersuchen müssen und man das entsprechend vorbereiten soll. Jawohl, Frau Gräfin. Und ihr zwei, was steht ihr hier noch rum? Bringt den Mann endlich nach draußen. Ich will ihn tot sehen. Und zwar sofort. Stehen bleiben! Das reicht! Manchmal muss man dem Tod erst die Hand reichen, bevor man ihm von der Schippe springt. Na dann. Halt! Junges Fräulein. Nehmen Sie Ihre Finger weg! Kim! Los geht's. Wir fahren ins Lager. Sir, Ihr Whisky. Danke. Verzeihen Sie die Frage, Sir, aber geht es Ihnen nicht gut? Was? Wie kommen Sie denn darauf? Ich trinke Whisky und genieße einen fantastischen Blick auf die Wolken. Besser könnte es mir doch gar nicht gehen. Lassen Sie es mich bitte wissen, wenn ich was für Sie tun kann. Danke, Lady. Aber das Einzige, was mir helfen kann, ist die Zeit.
Hallo? Jemand zu Hause? Bonjour, Monsieur. Professor Hayes? Bedauere nein, Monsieur. Mein Name ist Philippe Lacoste. Oh, ich dachte, man hat mir gesagt, das hier wäre der Laden von Professor Hayes. Das entspricht auch der Wahrheit, Monsieur. Aber leider hat es Monsieur Hayes mehrfach versäumt, seine Steuern pünktlich an die hiesige Verwaltung zu zahlen. Daher sitzt er nun in Haft, während ich im Auftrag des französischen Residenten seine Habe inspiziere und katalogisiere. Sollten Sie also hier sein, um auch irgendwelche Forderungen gegen Monsieur Hayes geltend zu machen, so muss ich Sie bitten zu warten, bis ich einen vollständigen Überblick über seine Besitztümer habe. Nun, ich brauche tatsächlich etwas von Professor Hayes, aber vielleicht spreche ich besser erstmal mit ihm selbst. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? In der Gendarmerie, unweit der Medina. Wenn Sie den Bazar durch das nördliche Tor verlassen, können Sie sie nicht verfehlen. Ich danke Ihnen. Au revoir, Monsieur. Schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Immerhin dürfte die Lawine diese Gräfin und ihre Nazi-Schergen mit Sicherheit einen halben Tag gekostet haben. Ich habe also noch einen kleinen Vorsprung, um diesen Professor Hayes und das Drachenauge vor ihnen zu finden. Besuche das große Fest der Berber mit Musik, Tanz und traditionellen Köstlichkeiten nicht weit entfernt, nördlich der Stadt. Dort ist die Gendarmerie. Entschuldigen Sie bitte. Bonjour, wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche Professor Hayes und man sagte mir, dass ich ihn hier finde. Ganz recht. Monsieur Hayes ist unser Gast in der Zelle hinter mir. Dürfte ich wohl kurz mit ihm sprechen? Ich fürchte, das ist impossible, Monsieur. Solange die Untersuchungen in diesem Fall andauern, darf Monsieur Hayes keinen Kontakt haben. Das ist eine höchst richterliche Anordnung. Aber es ist wirklich sehr dringend. Bedauere, Monsieur. Wenn Sie freilich die Kaution für Monsieur Hayes stellen würden, läge der Fall anders. Kaution? Naturellement. Der Richter hat eine Kaution festgelegt, gegen die Monsieur Hayes aus der Haft entlassen werden kann. Und wie hoch ist diese Kaution? 200 Francs. Tja, das sind exakt 200 Francs mehr, als ich bei mir habe. Nun? Okay, ich werde das Geld für die Kaution besorgen. Wir laufen hier nicht weg. Sie können das Geld jederzeit vorbeibringen. Psst, hey, junger Mann! Was? Woher kam das denn? Hier drüben, am Zellenfenster. Hayes? Professor Hayes? Psst, wir müssen leise sein. Was wollen Sie denn von mir? Verzeihung, Sir. Mein Name ist Paddock, Fenton Paddock. Psst, leiser! Jemand in Ihrem Laden sagte mir, dass ich Sie hier finde. Ja, ich nehme an, das war der freundliche Monsieur Lacoste. Nun ja, angesichts der Umstände unseres Treffens können wir uns wohl weitere Förmlichkeiten sparen. Also sagen Sie schon, was führt Sie zu mir? Ich benötige Ihre Hilfe in einer sehr wichtigen Angelegenheit. Erinnern Sie sich noch an Ihre Tibet-Expedition vor etwa 14 Jahren? Sie belieben zu scherzen. Wie könnte ich das vergessen? Alles begann auf dieser Expedition. Nennen Sie es Schicksal oder Vorsehung. Denn ich persönlich glaube nicht, dass mich der Zufall dorthin geführt hat. Dann sagt Ihnen auch der Name Yen Wang etwas? Selbstverständlich. Aber warum zum Teufel interessieren Sie sich für diese Expedition? Reden Sie schon! Gut, ich versuche mich kurz zu fassen. Yen Wang war ein alter Freund von mir. Er starb vor einigen Tagen und ich habe seine Aufzeichnungen und Karten von damals benutzt, um eine in Tibet verschollene Expedition zu suchen. Dabei gelangten wir in das Kembalung-Tal, wo wir in einem Kloster auf ein Kommando der Nazis stießen. Halt, halt, halt! Wollen Sie etwa behaupten, dass Sie das Kembalung-Tal und das Kloster gefunden haben? Ja, die Nazis aber wie gesagt auch. Und die haben bei ihrem Überfall alle Mönche getötet. Und was ist mit Ihnen? Waren Sie auch in dem Kloster? Deswegen bin ich hier, auf der Suche nach meinem Freund, dem Leiter der verschollenen Expedition, ist es mir gelungen, eine geheime Kammer zu öffnen. Dort waren überall an den Wänden sonderbare Schriftzeichen. Die gleichen, die wir auch in den Aufzeichnungen von Yen Wang fanden. Er hatte sie wohl nach ihren Angaben übersetzt. Während der Vorbereitungen für unsere Expedition stieß ich in einer Bibliothek in Nepal auf eine bisher unbekannte Schrift, die sehr, sehr alt sein muss. Konnten Sie die Zeichen in der Kammer anhand der Notizen entschlüsseln? Ja. Yen Wangs Nichte hat mich begleitet und einiges davon übersetzt.
Es ging um einen schlafenden Drachen, der sich hinter einer Pforte verbirgt. Man braucht einen Schlüssel, um diese Pforte zu öffnen. Der Schlüssel ist versteckt, aber das Versteck soll offenbart werden, wenn man die Karte der Hüter durch das Drachenauge betrachtet. Ich weiß, das klingt alles ziemlich verrückt, nach Mythen oder Märchen, aber mein Freund ist in dieser Kammer verschwunden und ich muss ihn finden. Yan Wang schrieb, dass sie während ihrer Expedition die Reste einer Karte und einen Edelstein in Form eines Drachenauges gefunden hätten. Wissen Sie, ich finde die Legenden, die sich um die Existenz von Drachen ranken, sehr spannend und halte sie mitnichten für verrückt oder märchenhaft. Man sollte viel öfter an den Wahrheitsgehalt solcher Geschichten glauben. Schließlich hat Schliemann auch Homer geglaubt und dann hat er Troja gefunden. Tja, junger Mann, es hat den Anschein, Sie haben mir soeben die besten Nachrichten meines ganzen Lebens überbracht. Ich danke Ihnen. Und nun muss ich verdammt nochmal schleunigst aus diesem Loch raus und Sie werden mir dabei helfen. Denn in der Tat besitze ich dieses Drachenauge. Falls Ihre Übersetzung stimmt, weiß ich nun auch endlich, wie man es gebrauchen muss. Endlich. Endlich werde ich Shambhala finden. Shambhala? Diese Expeditionsleiterin der Nazis hat auch von Shambhala gesprochen. Was ist das, Shambhala? Die Buddhisten nennen es Shambhala. Aber es ist älter, viel älter als der Buddhismus oder irgendeine andere Religion dieser Erde. Die Nazis wollen es also auch finden. Seltsam. Niemand hat mir all die Jahre geglaubt. Keiner wollte Geld in eine weitere Expedition investieren. Meine Kollegen, die Fachwelt, alle haben mich belächelt, mich verspottet. Ich verlor meine Reputation, meinen Job. Aber ich wusste, dass ich im Recht war. Und nun ziehen ausgerechnet diese Nazis die gleichen richtigen Schlussfolgerungen wie ich. Aber falls auch nur ein Bruchteil dessen, was ich über diesen Ort in Erfahrung bringen konnte, der Wahrheit entspricht, wäre es eine ungeheure Katastrophe, würden ausgerechnet die Nazis Shambhala finden. Wissen die von mir und dem Drachenauge? Leider ja. Und ich fürchte, sie werden bald hier sein. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Holen Sie mich hier raus und ich werde Ihnen alles erzählen, was ich über Shambhala weiß. Seit nunmehr 14 Jahren vergeht keine Sekunde, ohne dass ich an diesen Ort denken muss. Oh, mein Herz. Die Aufregung ist wohl zu viel für mich. Geht es Ihnen nicht gut? Ja, ich bin leider nicht mehr der Jüngste. Und diese Geschichte bringt all die Hoffnungen und Zweifel der letzten Jahre wieder zum Vorschein. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. In meinem Laden steht eine Schatulle mit einem goldenen Knauf auf dem Deckel. Darin befinden sich meine Herztropfen. Bitten Sie Lacoste, Ihnen die Schatulle zu geben. Sollte ich nicht auch gleich das Drachenauge in Sicherheit bringen? Verzeihen Sie, junger Mann. Wir sind uns vor 5 Minuten das erste Mal begegnet. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich, aber in dieser Sache muss ich noch einiges an Vertrauen entwickeln. Aber keine Sorge. Lacoste wird das Drachenauge nicht finden und beschlagnahmen können. Bringen Sie mir also zunächst die Schatulle und holen Sie mich dann raus aus diesem Loch. Ich werde mein Bestes tun. Allerdings habe ich noch keine Ahnung, wie ich die 200 Frau für ihre Kaution auftreiben soll. Warten Sie. Hier, nehmen Sie diesen Ring. Er dürfte nicht annähernd so viel wert sein. Aber wenn Sie ihn für ein paar Francs verscherbeln können, wäre das immerhin ein Anfang. Danke, Professor. Ich beeile mich. Ah, sehr schön. Ich sehe, du hast dir unser traditionelles Festgewand besorgt. Hat etwas länger gedauert, aber nun passt alles, oder? Ja, nun siehst du aus wie einer von uns. Ich wünsche dir viel Vergnügen auf unserem Fest. Danke. Niemand unter den Anwesenden, der sich Assis stellen will? Sind denn nur Feiglinge hier? Ah, ein Herausforderer! Endlich bringt jemand den Mut auf, sich mit Assis zu messen. Das möchtest du doch, oder? Ja, darum bin ich hier. Applaus für den Herausforderer! Wie soll ich dich eigentlich ankündigen? Nun ja, ich heiße Fenton. Klingt reichlich unspektakulär. Wo kommst du denn her? Hongkong.
Engländer, oder? Gut, lass mich mal machen. Und hier ist Herausforderer Fenton der Brite mit dem Löwenherz. Über 10.000 Meilen hat er zurückgelegt, um heute hier gegen den Champion von Kamerouge anzutreten, den unbezwingbaren Achilles. Wenn es Löwenherz gelingt zu siegen, winken ihm 100 Pfund Preisgeld. Die Kampfregeln sind denkbar einfach. Wer mehr als 10 Sekunden regungslos auf dem Boden liegt oder die Kampfbühne verlässt, hat verloren. Nun dann, möge der Kampf beginnen! Oh Gott, worauf habe ich mich da nur eingelassen?